So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Moin. Wir spielen eine wunderschöne Runde Distilled mit euch. Ein Spiel rund ums Thema Alkohol, Alkohol herstellen. Wir meinen Gärbottich, können Sachen einlagern, können hier Aquavit herstellen. Shochu, Lamm, Bangkok, Grappa, Pisco, Whisky, Tequila. Es gibt auch so Geschichten wie Gin, Brandy, Rum, Cachaça, Sachen, die man kennt. Es ist sehr multinational. Es ist genau die richtige Uhrzeit wahrscheinlich, um sich mit Alkohol zu beschäftigen. Sonntag, ja. 15 Uhr, ne? Kleines Eierlikörchen zum Kaffee und Kuchen. Das auf jeden Fall. Also das soll natürlich keine alkoholverherrlichende Geschichte sein. Drink carefully, oder wie genau, es heißt. Genau, so wie es auf jeder Whiskyflasche draufsteht. Trinkt in Maßen und carefully, genau. Nee, das ist Bayern Bier, trinkt Mast. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein schönes Ambiente für alle Leute, die irgendwelche Sachen mögen, die in diese Richtung reingehen. Und so ein Whisky ist auf jeden Fall eine ganz nette, stylische Angelegenheit. Und wenn es nicht 15 Uhr wäre, dann würden wir jetzt natürlich auch einen Whisky dazu hier trinken. Auch Ben ist großer Whisky-Freund. Ah, absolut. Wenn er in der Flasche bleibt. Ich hatte da einmal ein sehr lustiges Erlebnis hier in Göttingen auf einer lächerlichen Kneipentour, aber das kann ich auch noch nicht. Tut mir sehr leid. Ich glaube, es ist häufig, dass das bei Spielen irgendwie mal ein Whisky gereicht wird. Ich weiß nicht, ob es noch andere Spiele gibt. Ich weiß nicht, ob das so dieser Genuss ist. Ne? Man spielt in einer schönen Atmosphäre und trinkt dann entweder einen guten Wein dazu oder ein Whisky. Ich habe selten gehört, dass zum Beispiel Tequila dazu gereicht wird. Das stimmt. Ne? Aber das ist ja auch mehr so Shot. Ja. Das ist ja. Aber so ein Gin. Habe ich auch nicht gehört. So ein leckerer Heuer-Gin oder so. Gibt es Leute da draußen, die zu ihrem Spieleabenden einen Gin servieren? Ja, oder vielleicht einen Cachaça? Ich habe Freunde, die kommen vorbei und bringen ein Bier mit und sagen, willst du auch eins? Ich so, weiß nicht, ich habe das letzte Mal vor 10 Jahren Bier getrunken oder so. Und ich kann, aber ich muss jetzt nicht. Weil ich habe jetzt komisch angeguckt, so, okay, und ich so, ja. Okay, aber ihr könnt gerne trinken. Ich habe da also kein Problem mit, aber macht ruhig. Und wir haben ja auch schon, also wer jetzt länger beim Stream dabei ist, kann sich da auch an einige, ich weiß nicht, ob wir die Risiko Evolution haben wir nicht gestreamt, leider. Da hatten wir auch den Abend mit dem größten Clash am Ende, wo auch alle nacheinander ausgeschieden sind, weil sie zu voll waren. Oha. Da haben Tobi und ich das noch zu Ende gebracht und ja, er musste danach auch irgendwie auf dem Gästebett schlafen. Ach hey, also man sollte ein bisschen aufpassen beim Spielen natürlich, ne? Wie wir schon gesagt haben, drink carefully. Aber jetzt geht es erstmal um den Kult, vielleicht für den einen oder anderen, des Destillierens. Und Ben erklärt nochmal kurz die Regeln, denn ich habe sie nur so ganz oberflächlich mir schon angeschaut. Wir gucken einmal kurz, ob die Technik funktioniert. Nein, tut sie nicht. Ach so, das heißt, wir reden die ganze Zeit schon, es hört gar keiner. Doch, aber ich gucke, ob die... Oder wir laufen noch gar nicht. Die Greenscreen-Cam funktioniert. Ach so. Und sie tut nicht. Ich frage es nur, warum nicht. Dann zeigen wir euch die Sachen alle nicht. Aber warum gehen die nicht? Und es hat noch... Jetzt hat jemand... Raikotan hat er logisch. Ich glaube, Raikotan hat es auch schon gespielt. Das heißt, sollte uns hier ein Fehler passieren. Mhm. Ah, jetzt geht's. Da ist sie. Die gute. Guck mal, wir können euch auch hier alles dann live zeigen. Also das sind die beiden Chefs, die ich habe. Und genau. Da kann ich jetzt einen aussuchen, ja? Von denen kannst du einen aussuchen. Ich glaube, in der ersten Partie kannst du einfach ihn einnehmen. Okay. Oh. Du hast hier Startressourcen. Da ist immer schon mal natürlich... Das sind Siegpunkte hier, ne? Genau, das sind die Siegpunkte. Mhm, genau. Dann nehme ich doch die Besitzurkunde Taberna del Fuego in Mexiko. Ich nehme Juliana de la Cruz. Ich spiele Pilar del Fuego Escalante. Dann kriege ich 2 Geld. Ich komme aus Mexiko, und du? Ich komme aus Philippinen. Ah, okay. Von den Philippinen. Nachdem Don Diego del Fuego in einem Duell getötet wurde, übernahm seine Tochter Pilar das Familiengeschäft und etablierte die Destillerie Taberna del Fuego auf dem Grundstück der Familienfarm in Guadalajara. Hoffe ich mir, dass das ausgesprochen wird ungefähr. Die erste Charge des Extra Anejo Tequila wurde 1834 destilliert und wurde schnell wegen seines außergewöhnlichen Aromas berühmt. Mhm. Also, gute Frau kann sich wohl mit Tequila auskennen. Juliana de la Cruz. In den 50ern sponserte der Lebensmittel- und Getränkehersteller Santo Domingo den Miss Luzon Festumzug, der eigentlich als Suche nach einer Werbebotschafterin für die Marke diente. Die Gewinnerin der Wahl war Juliana de la Cruz. Nachdem die Firma ihre Tore schließen musste, gründete La Cruz ihre eigene Destillerie, die Espiritu La Cruces.
Was ist denn deine besondere Zutat? Und meine besondere Zutat ist die blaue Agave. Ach, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass ich nicht wusste, was es ist, was ich hier im Lager habe. Die blaue Agave, bitteschön. Ich glaube, man spielt, dann lernt man dem Spiel auch so ein bisschen was. Ja, brauche ich Agaven für Tequila? Ja, die hast du noch nicht. Die kannst du irgendwo drunter oder beiseite legen. Ach, die habe ich noch die musst nicht. Du, die kannst du hier, da leg deine besondere Zutat in deine Vorratskammer. Da kannst du die dann verdienen. Und zwar macht sie macht aber nur einen Eimer-Effekt und bringt Siegpunkte, ja? Und Geld. Falls während der Destillationsphase entfernt, darfst du diese Karte in den Destillatstapel der gerade destillierten Spirituose zurücklegen. Und das ist ja auch lustig. Ja. So, ich habe es letztes Mal in meiner Kennenlernpartie bis in der letzten Runde gemacht und da hatte ich halt keine Chance, das nochmal herzustellen dann. Ah. Tequila wird aus der blauen Weber-Agave hergestellt. Absolut. So, du hast deine Startressourcen. Ja, habe ich. Was ist das denn die? Das sind... Ach, das ist das hier. Das ist zwei Geld. Zwei Geld. Und dann ein Wasser. Einmal Wasser. Und leider keine Hefe. Aber die kriegt man ja eh. Und die kriegt man einfach so. Was hast du als Startressource? Ich habe Wasser, Hefe und zwei Geld. Ja, das prangere ich an. Dafür ist auch meine vier Punkte. Deine auch? Ja, meine auch. Und zwei Geld? Und zwei Geld. Tja, dann hast du einfach... Aber ich brauche pflanzlichen Zucker. Und du? Ich habe auch pflanzlichen Zucker. Nee, was brauchst du? Wir brauchen. Was ist das? Zutat pflanzlicher Zucker? Ja, genau. Ja, das ist halt auch ein Kickstarter. Aber vielleicht ist einfach meine Fähigkeit besser als deine. Ja, wir haben Fähigkeiten, stimmt ja. Denn einmal pro Marktphase darf ich ein Fass für zwei Geld weniger kaufen. Ich erhalte einmal... ein Fass. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Gerade für höhere Level ist das super. Ja. Gut, dass wir in einfachen Level spielen. ich kann einmal pro Destillationsphase werden ja Karten abgeworfen und kommen wir hierhin zurück und ich kriege dann trotzdem das Geld von einer Karte, die abgeworfen wurde. Bitte? Das ist ja Marktmanipulation da drin. Das ist schon mal auf jeden Fall ganz nett. Na gut. Genau, also wir haben hier unsere Destillerie, der Gärbottich. Hier sind die Rezepte, mit denen wir spielen. Das heißt, in jeder Partie sind andere Rezepte wichtig, wir brauchen andere Zuckerarten, es gibt Punktverteilung anders. Es gibt hier Bronze-, Silber- und Goldrezepte. Wir haben jetzt zum Beispiel nur ein Goldrezept. Mhm. Viele Bronzerezepte. Was die in der Kaufphase kosten, steht hier oben drüber. Ah ja, Bronze-Dings, genau. Also 2, 4, 6. Genau. Also in der Marktphase könnte man dann einfach zwei Geld ausgeben, sagen, hier, ich möchte jetzt mehr Aquavit freischalten, damit ich das herstellen kann. Ich muss das auch nicht in der Reihe machen? Nö, kannst du machen, kannst auch mit Gold anfangen, nur Gold machen, wenn du möchtest. Und dann jedes Mal beim Brauen 14 Punkte bekommen. Und Moonshine und Wodka, die Rezepte verkennst du schon. Du steht immer da, welcher Zucker drin sein muss und welcher Zucker nicht drin sein darf. Im Wodka darf beliebiger Zucker drin sein. Okay. Im Moonshine darf gar kein Zucker drin sein. Und wenn du zum Beispiel Aquavit bauen würdest, da dürfte sowohl Getreidezucker als auch pflanzlicher Zucker drin sein. Okay. Schmeißt da aber einen Fruchtzucker mit rein und der ist noch drin hinterher, dann kannst du ihn nicht herstellen. Dann könntest du nur Wodka daraus brauen. Okay, genau, weil bei Wodka ist ein beliebiger Zucker. Genau, und auch bei Grappa zum Beispiel muss halt mindestens ein Fruchtzucker am Ende drin sein und die anderen dürfen gar nicht drin sein. Das heißt, da muss man so ein bisschen aufpassen. Okay. Und das ist das Zuckersymbol. Und darunter ist, ob es im normalen Metallfass, ob das reicht. Oder ob du vielleicht einen Tonkrug brauchst oder einen Bierkrug. Und wo ist das? Da unten drunter. Dieses Symbol hier. Genau. Okay. Und ob du es einlagerst, also wenn da halt die Sanduhr durchgestrichen drauf dann ist, dann darfst du es nicht einlagern. Ja. Wenn die das, musst du sie einlagern. Das heißt, du kannst Whisky nicht einfach abzapfen und direkt verkaufen. Drei Jahre und ein Tag. So lange muss er lagern, der Whisky. Dann ist das dein Whisky. Genau, und du hast auch noch dein Spezialrezept umso Desi. Du bist wer? Pilar de Fuego Escalante. Oder auch die nette Dame mit den schwarzen Haaren, falls du da Bilder hast. Ja, das hilft. Also, den Aquavit, da steht beliebiger, weil ich entweder, ja, das ist nicht beliebiger Zucker, sondern beliebiger einer von den beiden. Beiden. Ist egal, in welcher Verteilung. So, bei Shoshu, da muss ich einen... Da muss mindestens ein Getreidezucker drin sein. Es kann auch mehr drin sein, aber es darf kein anderer Zucker drin sein. Jetzt fragt man sich, was ist denn Getreidezucker? Das wird rausgewaschen aus Getreide, ja, indem man das Getreide erstmal anfeuchtet, dann keimen lässt, dann das Keimen irgendwann unterbricht und dann wäscht man das raus. Das ist die sogenannte Maische, die dabei dann entsteht. Du hast auch hier manchmal so Funfacts unten drunter. Ja, ich bin schon gespannt. Und ich hoffe, dass sie besser sind als bei Wilde Serengeti. Ja, das klang relativ sahnlos. Zebras haben schwarze Streifen. Und dann waren die da noch mal irgendwie widersprüchlich. Naja, also wenn es siebenmal besser sieht...
sieht das ja auch vielleicht achtmal besser. Ach so, stimmt, richtig, ja. Es war ja nicht... Es ist ja nicht falsch per se, es ist nur, jetzt sind die Fakten ausgegangen und dann haben sie gesagt, waren sehr, sehr einfache Geschichten. Also ich kann den extra Anejo-Tequila machen, dafür brauche ich mindestens 3-mal pflanzlichen Zucker. Und er reift, ich kriege 19 Punkte dafür, ein Geld und er muss Agave enthalten. Ja, den kannst du tatsächlich nur einmal im Spiel herstellen, weil auch ja die Spezialzutat drin sein muss und die kommt dann nachher aus dem Spiel. Ich hatte es beim letzten Mal so, dass ich die hergestellt habe, er war drin, aber ich hatte zu wenig Zucker dann drin, das heißt, ich konnte ihn nicht herstellen, das Ding wurde abgeworfen. Das sollte einem nicht passieren. Oh nein, oh nein. Das war ganz, ganz böse. Ja. Und genau, wir gehen einfach immer alles hier durch. Manchmal hast du so am Anfang der Runde-Fähigkeiten, die hast du hier zum Beispiel bei den drei Karten. Da würdest du einfach am Anfang der Runde immer hier ein Getreidezucker schon mal in deine Vorratskammer legen können. Das machst du einfach, bevor es losgeht. Was auch da ganz nett ist, weil von diesen Karten hier, von dem Tableau, darf man nur maximal 2 pro Runde kaufen. Und damit würdest du halt 3 pro Runde bekommen, weil du die immer noch bekommst und die zählen natürlich zu. Und die bekomme ich gratis oder muss ich trotzdem? Die bekommst du aber gratis. Die bekomme ich gratis. Da musst du halt einmal vorher 4 Geld bezahlt haben. Ja. Und das ist auch dann direkt das erstes, was wir machen, die Marktphase. Das heißt, du bist einfach ein Startspieler. Und jetzt darfst du dir hier irgendeine Sache kaufen, entweder von hier aus der Auslage, Kosten stehen mal hier unten, hier steht, was sie an Punkten bringen, hier steht, was sie an Geld bringen, wenn sie nachher verkauft werden. Hier ist manchmal auch so ein Symbol drunter, das die Region anzeigt, was für manche Spieleffekte wichtig ist. Zum Beispiel für kann hierfür wichtig sein, das kann für deine privaten Ziele wichtig sein, die du auch hast, von denen du 3 auf der Hand hast. Du musst dich nach Runde 3 für 2 davon entscheiden, 1 wegwerfen. Okay. Die beziehen sich immer auf den Mitspieler, du musst immer mehr haben oder genauso viel wie wer anders, was manchmal auch gar nicht erreichbar sein kann, dann würde ich das wegwerfen, wenn du das hast. Weil du auch hier deinen Charakter hier Nationalität und manchmal der Moonshine, den ich habe, ist dann halt in dem Fall halt asiatischer Moonshine. Okay. Ja, ja. Und wenn du nicht aus Asien kommst und du hast das Ziel, habe mehr asiatische Rezepte, dann klappt das halt nicht. Dann kannst du dich von dem Ziel schon mal verabschieden. Hast du 2 davon, das Pech, muss man andere Karten ziehen. Und genau. Und weg dann. Also wir kaufen immer abwechselnd entweder hier Karten oder Rezepte, die hier drauf stehen. Und man darf 4 von maximal 2 kaufen. Auch hier kann man kaufen, auch hier stehen die Kosten unten. Und hier gibt es so besondere Geschichten. Wenn du Hefe kaufst, kriegst du gleich ein Geld. Ne? Wenn du Wasser kaufst, darfst du eine Stapel aufdecken, die oberste Karte angucken und die kaufen oder nicht. Okay. Genau. Und das die anderen, das war es an Spezialeigenschaften. Ja, okay, ja. Dann kannst du, wenn wir durch sind, dann wird bei 2 Spielern, wenn die letzten beiden Karten wegräumt, hier ist der Ablagestapel und der Markt rotiert durch. Und dann kommt die Destillationsphase, die machen wir gleichzeitig. Da würden wir jetzt gucken. Angenommen, ich hätte irgendwie mir noch die Zutaten hier geholt. Das können wir tauschen? Ja, das kannst du tauschen. Du kannst ein Zubehör oder eine Zutat gegen ein anderes eintauschen. Okay. Muss mal weniger kosten, aber es kann sinnvoll sein in der letzten Runde, wenn du noch so ein Anis rumliegen hast und das ist halt ein pflanzlicher Zucker und du willst jetzt unbedingt noch den Whisky herstellen, für den du Getreidezucker brauchst und du darfst hier nur 2 Karten kaufen, du willst es aber auf jeden Fall schaffen und willst dann auch ganz viel Geld machen, ganz viele Punkte, dann gibst du halt den wieder zurück und nimmst du dafür hier noch einen dritten, um einfach die Chance zu erhöhen, dass du das machen kannst. Klar, und angenommen, ich hätte jetzt das irgendwie in der Runde mir geholt und wir würden dann jetzt in der Destillationsphase sein, dann könnte ich halt danach Karten in den Gärbeutel legen, du musst mindestens eine Hefe haben, du musst mindestens ein Wasser haben, dann kannst du da beliebig viele Zuckerarten reinlegen, können auch unterschiedliche sein, ist selten gut, außer in dem Fall beim Aquavit. Pro Zucker, der drin ist, kommen dann nochmal 2 Alkohol dazu, dann nimmst du das alles, mischst es gut, destillierst es quasi und hast natürlich, wie üblich beim Prozess des Alkoholherstellens, einmal Vorlauf. Den Vorlauf, ein Alkohol wäre schon mal raus und ein Nachlauf, also wäre alles gut, weil ich habe jetzt 2 Zucker drin. Ich habe jetzt leider noch nicht mehr das Aquavit freigeschaltet. Hätte ich das freigeschaltet, wäre es ganz gut, aber jetzt könnte ich halt nur Wodka herstellen. Das heißt, ich würde jetzt gucken, das wäre dann, also destilliere eine Spirituose, dann füge ein Fass hinzu. Ich muss also gucken, ob ich auch das passende Fass dafür habe. Ja, was da drunter angegeben ist, das meiste ist ein Metallfass, das behält man auch immer, das tut man nicht wieder zurück. Und dann kann ich mir, wenn es noch da ist, das Label dafür nehmen. Das heißt, ich kann mir jetzt so ein Wodka-Label nehmen. Genau, das kann man immer nur einmal machen pro Destillierung. Das kannst du nur einmal machen, aber wenn ich wieder, Wodka destilliere und da ist noch Wodka, kann ich das halt wieder machen. Dann würde die Verkaufsphase kommen, das heißt, jetzt musst du eine Flasche haben, auch da hast du immer eine Basisflasche, du kannst aber auch hier so ein Einmachglas gekauft haben oder so eine Keramikflasche, fügst das dann hinzu und dann guckst du erstmal, wie viel Geld bekommst du, 1, 2, 3, ich würde jetzt hier noch 4 Geld bekommen, weil Wodka einfach nochmal ein Geld gibt, die anderen Geschichten hier geben in der Regel kein Geld, außer eine Premium-Zutat, dann guckst du, hast du irgendwie Punkte drauf, ich habe jetzt hier leider keine Punkte, sonst hätte ich die Zutaten da drin und irgendwie die Flasche dabei und das Tonfass, wenn das irgendwie gegangen wäre, dann hätte ich halt nochmal ganz viele extra Punkte bekommen.
Und dann darfst du, wenn du es quasi verkaufst, dann erst das Label einsetzen, legst es hier irgendwo oben drauf und bekommst dann entweder 2 Punkte oder das, was da drauf steht. Okay. 5 Geld, die Basiszutat, kannst eine Karte aus dem Lager abwerfen und hier eine Karte vom LKW nehmen. Mhm. Eine super coole Karte, die vielleicht rausgegangen ist, die auch arschteuer war, die hier eine kostenlose Zutat nehmen. Der einfach einen Rezeptmarker nehmen, das könnte dann auch ein Goldrezeptmarker sein. Mächtig, kannst du hier ein Zubehör einfach so nehmen, hoffst natürlich, dass hier dann so ein quer wie Tonfass liegt, was sonst 6 Geld kosten würde. Mhm. Oder darfst dir eine kostenlose Verbesserung nehmen, das heißt von hier oben einfach einen Spezialisten, wo man auch vielleicht die 5 Punkte nehmen würde, wenn er einem dann was bringt und dann liegt das da und den Vorteil kannst du dann noch einmal im Spiel bekommen, aber kannst du natürlich noch mehr Vorteile holen. Mhm. Na, hier liegen 2, 4, 6, 7 Vorteile, wir spielen 7 Runden, also eigentlich möchte man schon in jeder Runde das einmal machen. Was bekommen oder auch wenn du Sachen einlagerst, kannst du auch mehrere Sachen in einer Runde verkaufen. Mhm. Hast dann natürlich den Nachteil, dass du die Geschichten erst später bekommst und nicht so viele Runden was damit anfangen Klar, kannst. Ja. Gut. Ja, das machen wir, wo Uhrzeiger sind. In der Regel verkaufst du nur eine oder keine, manchmal auch 2, aber vielmehr werden das in Anfängerpartien selten. 2 aber auch nur. Wenn du was eingelagert hast und du kannst dir danach noch was kaufen. Weil das dann nur einmal destillieren, ne? Genau, nur einmal destillieren. 2 Destillationsprozesse. Aber du kannst dir eine Sache einlagern, kannst 2 Sachen einlagern und dann noch was herstellen, was du sofort verkaufen kannst. Das heißt, du kannst maximal 3 Sachen einlagern. Mhm. Danach, angenommen, ich hätte jetzt was hergestellt, was ich einlagern würde, dann würde ich das halt hier hinlegen, würde auch den, weil ich es noch nicht verkauft habe, den Marker dazulegen, falls ich das noch nicht... Um zu zeigen, was es ist? Ja, wobei es kann auch sein, dass ich nochmal was Marker herstelle muss. Und dann ist es, dann muss man sich das irgendwie merken, keine Ahnung, da wird toll, dass wir uns vielleicht sagen, wie man das dann trackt. Und dann würde auf alles, was hier ist, einfach eine Aromakarte kommen und Aromakarten erhöhen halt in der Regel den Verkaufswert. Mhm, okay. 3 ist, glaube ich, das Maximum, es kann auch mal nach Sporttasche schmecken, dann erhöht es den Wert jetzt nicht zwingend. Senkt es den Wert auch? Senkt aber, nee, es hat mal ein Aroma. Das ist ja besser als irgendwas ohne irgendwie Aroma. Und das Kurioseste bei solchen Geschichten ist ja meistens so, dass die Leute dann, sie probieren und sagen, das schmeckt nach dunkler Feige. Und ja, findest du das gut? Also, ne, schmeckt soll das danach schmecken? Ja, oder? Das schmecken, genau. Sind wenn Leute sagen, so deine Bolognese, das Paprika drin ist ja keine Bolo. Ich so, ja, da hast du vielleicht recht, aber ich mag's. Aber ich weiß, das Paprika lieber, genau. Ja, ist halt irgendwie cooler. So. Was kostet das? Das kostet 15 Euro mehr. Warum kostet das 15 Euro? Ja, aber es schmeckt nach Waldbeere. Ja, aber ich merke gar nicht, dass es nach Waldbeere schmeckt. Kann ich auch ohne Waldbeere haben? Genau. Okay, genau das ist das also. Ne? Hier unten siehst du auch die Geschichten, je mehr Karten da drin sind beim Verkaufen, wenn da 5 Karten umso drin mehr Siegpunkte kriegst du dann nochmal 15 Punkte extra. Okay. Was aber ja bedeutet, du müsstest jetzt vielleicht in Runde 2 herstellen, dann 1, 2, 3, 4, 5 mal einlagern und in der 7. Runde verkaufen. Mhm. Und das ist schon machbar bestimmt, aber schwierig. Wobei es hier auch Karten gibt, wo du einfach, ich hatte 2 Karten hier, wo ich 2 Karten zu einer Sache, die ich gerade hergestellt habe, hinzufügen konnte. Ah, das war natürlich also, schon. 2 dazufügen können. Ja, dann ist halt nach 2 Runden das, schon ne? haben. Ich glaube, eher damit erreicht man es wahrscheinlich. Genau, ne? Das ist alles andere ist ein bisschen schwierig. Das hängt natürlich wie vieles vom Zufall, was hier so für Karten in der Auslage gibt. Ganz am Spielende, steht hier auf der Rückseite, kannst du auch noch Sachen herstellen, auch Sachen, die du eingelagert hast. Du kriegst dann nur nicht diese Premium-Punkte dafür. Du kriegst einfach für jede Aromakarte, die dann noch dabei ist, halt einfach 1 Punkt, aber nicht, wenn 5 Karten dabei sind, 15 Punkte. Sondern halt eine 5 Punkte. Genau. Und wenn du hier so Flaschen hast, die Flaschen kommen weg, die hast du nicht wieder zur Verfügung, die hast du ja verkauft, klar. Aber die legst du hier in deine Flaschensammlung. Set Collection. Und da machst du ein bisschen Set Collection, willst Sachen aus gleichen Regionen, das bringt den Abstand am meisten Punkte. 5 Flaschen aus der gleichen Region sind halt 10 Punkte, aber unterschiedliche Regionen, da geben halt 3 dann auch 5 Punkte, das kann vielleicht der bessere Schnitt sein. Mindestens aber nur dann, mindestens je eine Flasche aus 3 verschiedenen Regionen. Oder? Genau. Und genau, Verbesserungen haben hier unten auch nochmal manchmal Geschichten draufstehen. Da ist in der Regel ein Fragezeichen drauf. Die bringen sie aber auch. Die bringen sie am Spielende tatsächlich. Ich dachte, während des Spiels. Ein Siegpunkt für je 2 deiner Asien-Ozeanien-Labels. Okay, und das muss man einfach erkennen, was es ist dann, ne? Ja. Labels sind aber diese. Moment, Labels? Labels sind die. Das sind Label, das sind Rezepte. Wichtig, da hatte keinen Denkfehler, dass er nicht zwischen Label und Rezept unterschieden hat. Und das ist das Label, das hier ist das Rezept. Und welches denn Falls das Asien? Für deine Ziele wichtig ist. Mhm. Und Asien, ja. Die Asien haben ja hier auch Regionen drauf. Und welches ist das? Das deckt sich Asien auch mit den Regionen hier. Und, okay. Und ich hätte zum Beispiel alles, was halt. Ich hätte die beiden Sachen, wären bei mir Asien-Geschichten. Ah, hier. Der Soko wäre, der Lamdok auch. Lamdok, genau. Und das war's. Das Ozeanien gibt es ja gar nicht. Wir haben gar keine Ozeanrezepte. Ich glaube, Asien ist Ozeanien. Also es ist eine Region, aber Asien, Ozeanien. Ach stimmt, ja. Man sieht ja da unten ist auch alles. Ja, auch. Okay, gut. Ja, man kann maximal 3 Verbesserungen haben. Du kannst Verbesserungen abwerfen, wenn du es nicht mehr brauchst. Ja, aber du gut, bringst natürlich keine Punkte im Spielende. Sein, ne? Du kannst beliebig viele Zutaten hier lagern. Du kannst beliebig viel Zubehör hier lagern. Flasche, also das, die normale Flasche, das normale Fass kommen wieder zurück. Mhm. Alle anderen Sachen, die du benutzt hast, kommen danach wieder zurück auf ihren jeweiligen Stapel. Mhm. Und die beiden Geschichten, die ich jetzt hier auch rausgenommen habe,
beim Ziehen, beim Destillieren. Die kommen, die sind auch nicht verloren, die kommen hier wieder rein. Okay. Und die kann ich nächste Runde wiederverwenden. Mhm. Und die kann ich halt als Wasser oder auch als Hefe benutzen. Die hat man ja abgeschöpft, genau. Das ist ja auch so, dass die Vorprodukte und Nachlauf wird ja auch wieder in den Destillationsprozess wieder eingefügt. Genau, soll ja hier alles erhalten bleiben. So, Destillationsphase. Du darfst während Schritt 1 der Destillationsphase eine Karte zusätzlich hinzufügen. Eine Alkoholkarte. Ja, genau, eine Alkoholkarte. Die Kupferschmiede. Genau, und ich glaube, das sind alle Regeln. Am Ende würden wir dann noch gucken, ob wir Auszeichnungen erhalten haben. Wie gesagt, wenn wir es in der gleichen Runde erhalten haben, kriegen wir das Geizzeug. Wenn du in einer Runde mal nichts verkauft hast, dann kannst du auch bis zu 4 Siegpunkte ausgeben, wenn du welche hast, um jeweils ein Geld dafür zu bekommen. Okay. Der Rundenzähler wird eins vorgerückt, der Startspielmarker wird eins weitergegeben und am Ende der dritten Runde wirft man eine von den zwei Zielkarten ab. Muss uns entscheiden. Dementsprechend kann man sich die auch jetzt schon mal angucken, weiß uns ein bisschen, worauf man spielen kann. Und natürlich auch hier, was sind hier für Ziele? Und natürlich hier das Label bekommen mit der Gold-Kategorie. Ist jetzt nicht so easy, aber kriegt man schon. Da brauchst du ein Holzfass für, da brauchst du halt die drei Zucker für, da brauchst du das Label, für, das Rezept für. Dann also habe zwei Labels der Gold-Kategorie. Das heißt, ich muss ja zweimal den Tequila machen. In unserer, also wenn wir beide den Tequila herstellen, ist das Ziel nicht erfüllbar. Weil es gibt, nur eine Gold-Kategorie und es gibt alles nur. Oh, es gibt nur zwei. Nur zwei. Das heißt, sobald jeder einen Tequila hergestellt hat, ist das nicht mehr erfüllbar. Okay. Und es gibt kein Label für mein Spezialrezept, ne? Genau, ja, nee, das sind die richtigen Charaktere, habe ich extra vorher nachgeguckt. Bitte was? Es gibt kein Label für das Spezialrezept. Ich glaube, das. Oder wird das dafür genommen? Und ist das dann auch ein Label der Goldkategorie? Das wird uns. Wahrscheinlich schon, ne? Weil ich glaube ja. Das wird uns ein tolles Spiel gleich erzählen. Und genau, hallo an alle, schön, dass ihr alle da seid. Ich muss leider diese ganzen Sachen wieder zurückgeben. Ich gucke noch einmal kurz den Spielaufbau, wie viele Label da hinkommen, weil ich glaube, es ist pro Person eins von jedem. Schritt 8. Die Anzahl der ausgewählten Plättchen spricht der Anzahl der mitspielenden Personen. Okay. Der Ding aber mehr als zwei Label insgesamt. Geht wahrscheinlich pro Kategorie. Das sehen Sie, sonst wäre es. Und beim Wodka auch nur? Da zwei pro Person. Ah, da zwei pro Person, okay. Ich habe hier leider kein Internet, aber okay. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Drück nochmal auf hab aktualisieren. Ich schon. Er will nichts. So. Na gut. So, wir haben nur zwei Geld. Das scheint mir am Anfang nicht so viel. Das ist richtig. Ach so. Musst du erstmal verdienen. Aber wir haben doch ganz am Anfang schon eine Marktphase. Ja. Ach so. Kannst ja auch schon Sachen kaufen. Ah ja, okay. Wenn da, also vielleicht jetzt eher nicht von hier, sondern vielleicht eher vom Grundzutat. Du bist ja noch nicht so etabliert. Ah. Wo ist mein Internet hin? Also Hauptsache ist es so da, dass... Naja, ich frage mich nur, warum der hier das nicht kann. Also ich darf zwei Sachen kaufen, ne? Du darfst eine Sache kaufen, dann bin ich dran. Ach, ich darf so viel kaufen, wie du möchtest, aber hier maximal zwei von. Genau, also ich nehme natürlich als erstes mal so ein Hefe. Sobald gekauft, erhalte sofort ein Geld. Das erscheint doch schön. Genau, das klingt super. Ich mache dir einfach hier mal den Chat an. Wenn ihr möchtet, dass Flo euch Hallo sagt, müsst ihr jetzt nochmal schreiben. Weil, ab jetzt geh, weil ihr seht das ja mit 30 Sekunden Verzögerung. Hefe ist der älteste domestizierte lebende Organismus. Sehr schön. Gut, und diese Zutat kommt dann jetzt hier mit rein. Und du bist dran. Ich könnte ja so ein Einmachglas. Und das sind hier einfach Zutaten mit noch einem netten Feed. Dabei, genau, mit halt Punkten, mit mehr Geld oder so. Oder mit überhaupt, du hast mehr Zutaten als die beiden, die du hier holen kannst. Naja, natürlich. Und man könnte sich natürlich auch schon mal ein Rezept holen, aber... Ach, schön, ich liebe Spiele zu entdecken. Aber das wird ja nicht. Darum hole ich mir einfach mal so ein... Einmachglas. Ein Einmachglas, okay. Mhm. Wofür könnte man das Einmachglas gebrauchen? Um zwei extra Geld zu bekommen oder wenn ich Moonshine verkaufe, vier extra Geld. Das hatte ich jetzt aber eingekostet. Das heißt, du aus einem machst zwei. Genau. So ein bisschen, ne? Das ist ja nicht schlecht. Wenn du Moonshine machst, dann kriegst du... Vier. Warum kriegst du da vier extra Geld? Verkaufst du Moonshine, halte ich dessen vier. Okay. Ich muss nochmal ganz kurz hier zwei, verkaufst du eine... Okay. Ich muss erstmal da hingucken. Oder da... Na, dafür brauche ich jetzt erstmal das hier. Das ist ja natürlich. Nee, das will ich ja gar nicht machen. Das will ich ja machen.
Obwohl, den kann ich auch machen. Dafür brauche ich ein Fass und sowas. Da habe ich kein Interesse dran. Was haben wir hier? Die facettierte Flasche. Das ist ja genau dieselbe Richtung. Will ich auch nicht. Ach, herrje. Ein Dekanter aus einer Winkelkatze? Mhm. Für japanische Geschichten, asiatische Geschichten ganz selbst. Und das hier sind solche griechischen Fächer, Fässer wahrscheinlich. Quebri. Boah, das gibt ordentlich Punkte. Na gut, das ist alles momentan nicht interessant. Ich könnte jetzt 3 Geld abgeben und mir hier den Biochemiker holen, ne? Du kriegst nicht sogar Rabatt? Wenn ich ein Fass kaufe. Ach so. Ich kann ein Fass für 2 weniger kaufen. Ja, kannst du da ein Fass für 2 kaufen. Ne? Das kann ich auch machen. Aber bringt dir ja nichts. Das ist richtig, genau. Hallo Laura. So, hier würde ich jede Füge deiner Vorratskammer am Anfang eines Spielzugs, also noch 6 Mal, würde ich mir jedes Mal eine Hefe nehmen. Das ist schon nicht unmächtig. Okay, gut. Ich würde es nicht kaufen. Dachte ich mir. Schade. Check. Wird übrigens auch mal durchgerückt. Und wird sofort nachgefüllt? Wird sofort nachgefüllt. Oh, okay. Und plus, dass auch nochmal alles abgelegt wird, ja? Das heißt, wir kommen durch diesen Stapel hier sehr schnell durch. Ja. Das ist ja auch nicht interessant. Wird auch dann geimpft. Mhm. Ich möchte... ich muss ja einen Zucker reinmachen, ne? Wow, zum Beispiel hier das hier, das tropische Lagerhaus. Mhm. Das zählt immer als Aromakarte für den Aromabonus. Das heißt, ich ziehe immer nochmal eine Karte nach oder zählt das einfach als eine Karte? Das zählt wie eine weitere, die dir halt mehr Punkte kostet. Genau. Ich nehme mal Getreide und auch Basiszutaten immer geholt, das soll man immer hier hinlegen erstmal, damit man sieht, wie viele man sich geholt hat in der Runde. Aber nur 200. Dann nimmt man sich nur 200. Das erscheint sinnvoll. So, für den Aquavit, um den zu machen. Mhm. Bräuchtest du jetzt erstmal noch das Rezept? Brauche ich erstmal das Rezept, genau, und das kostet mich 2, die ich nicht habe. Die du nicht hast. Das heißt, ich kann gar keine Aquavit. Du kannst nur Wodka oder Moonshine herstellen. Ich kann nur Wodka oder Moonshine machen. Okay. Das ist enttäuschend. Hier euch auch nochmal hier zum Gucken. Das hier ist mein toller Charakter. Die Juliana. Gut, aber noch habe ich ja gar keinen Zucker. Also daher brauche ich natürlich als zweites jetzt erstmal Zucker hier. Also erstmal Getreide. Kostet mich nichts. Dann bin ich fertig. Du bist dran. Achso, ich hätte übrigens auch noch hier die Waste. Ich denke mal hier auf. Weil du dir Wasser geholt hast. Edelstahlfass möchte ich nicht kaufen, weil kann ich nicht. Okay. Und ich möchte dann richtig gerne vielleicht noch einmal eine Hefe haben und kriege dafür 1 Geld. Okay, der erste Zug scheint erstmal relativ klar. Man braucht Zucker und man holt sich nochmal Hefe, wenn man Geld hat. Gut, ich passe. Ich passe auch. Damit kommen wir zu Schritt 2, das können wir gleichzeitig machen, die Situationsphase. Da musst du jetzt halt mindestens ein Wasser und eine Hefe dahinlegen. Genau. Und halt auch den ein oder anderen Alkohol. Mhm. Gut, ja, dann kriege ich jetzt einen Alkohol dazu. Also ich noch ein Getreide dazu. Und dann kommt ein Alkohol. Jetzt habe ich eine 50, nein, nicht ganz 50-50 Chance, aber gut, gucken wir mal. Auch so. Jetzt packen wir noch, erstmal mischen und das Destillat herstellen. Genau. Erstmal wird fröhlich destilliert. Achso, jetzt gucke ich zum Chat. Und jetzt schreiben ganz viele Leute Hallo. Moin zusammen, schön, dass ihr Sonntagnachmittag mit uns hier verbringt. Hallo Spiel Ivy, hallo Laura, hallo Petra, hallo... Mehr kann ich nicht sehen. Ralf, Cosmonic, Tulutul. Wenn die da sind, ich kann es nur an Laura. Ich habe schon mal Glück gehabt. Im Vorlauf kommt das Getreide raus, im Nachlauf ein Alkohol. Okay. Was für mich sehr gut ist, weil jetzt habe ich doch tatsächlich Moonshine hergestellt. Ja, es gibt Geld, ne? Es gibt richtig viel Geld. Weil du ja das richtige Fass dafür hast. Und ich behalte diese Geschichten hier. Wie schön. Dann kommt hier noch ein Fass dazu. Mhm. So, was stellt der Flo her? So, ich mach's auch. Also Vorlauf. Ja. Zack. Auch das Getreide raus. Auch das Getreide. Auch Moonshine hergestellt. Das kommt wieder zurück in die Vorratskammer. Und Moment, jetzt der Nachlauf. Die Hefe. Die Hefe. Wie bei mir. Nee, ich habe Zucker und Alkohol. Ja. So, das heißt, ich habe jetzt noch... Alkohol und Wasser. Genau. So, und jetzt gucke ich, Alkohol und Wasser. Dafür. Ja, Moonshine war ja eigentlich nichts. Genau. Es darf nur kein. Was war da bei Moonshine nicht sein? Kein Zucker drin sein. Kein Zucker drin sein. Ah ja, das ist dieses Symbol. Mhm. Das heißt, sobald du keinen Zucker drin hast. Hast du Moonshine hergestellt. Hast du Moonshine hergestellt. Gut. Falls in deiner Vorratskammer darf als. Achso, genau. Und das ist aber nicht in meiner Vorratskammer.
Das wird jetzt abgelegt, ne? Genau. Dann kommt da ein Fass zu. Nein. Achso, genau, Entschuldigung. Also erstmal, genau. Das wird alles da liegen. Erst kommt ein Fass dazu. Dann nimmst du das entsprechende Label von dem, was du gerade hergestellt hast, legst das dazu. Feinster Moonshine. Dann kommt die Verkaufsphase. Da legst du eine beliebige Flasche. Oh, eine Flasche dazu. Deshalb nehme mal dieses Einmachglas hier jetzt. Da hat er gleich wieder aufs richtige Pferd gesetzt. Da zeigt sich die Spielerfahrung auf jeden Fall und dass ich ein bisschen Glück hatte. Dann bist du der Startspieler, das heißt, du darfst jetzt zuerst verkaufen. Ben brennt immer schwarz, ja. Ralf, das, ne, genau, das ist ja bekannt in Göttingen. So, ich darf als erstes verkaufen. Das ist jetzt nicht nur eine Brettspielküche. Ja, genau. Wir haben ja noch was anderes auf dem Tisch, auf dem Herd drauf. Wobei das lustig ist, weil das zeigt, dass wir das überhaupt nicht können, weil ich glaube, Alkohol brennt auf einem Herd irgendwie. Glühwein, genau, Glühwein. Wir machen den Glühwein warm. Ich kriege 4 Geld? Ja. Sehr schön. Und du hast einen Mundschein hergestellt, der bringt auch nochmal 2 Geld. Schon auch ein bisschen geil. Holy moly. Alles klar. Na, guck mal, jetzt hast du im Endeffekt genauso viel Geld bekommen wie ich. Warum? Ja, weil ich kriege genauso viel. Ich kriege 2, 4, nicht 4, 8, aber ein bisschen mehr. Du kriegst 2 durch Moonshine-Rezept. Mhm, 2 hierfür dadurch. Und hierfür 4, weil ich einen Moonshine verkaufe. Dafür hat das die Flasche keine Region. Sie bringt mir also nichts für ein Set. Das ist schon mal auf jeden Fall gut. Aber jetzt darf man auch beim Verkaufen dieses Label hier platzieren. Die Flasche hatte ich ja 1 Geld gekostet. Du hast mir 4 Geld gebracht, also plus 3. Genau. Ja. Das lohnt sich. Ja. Ich lege mal das hier hin und nehme mir einfach nochmal 5 Geld. Ich habe das Gefühl, dass man am Anfang viel Geld braucht. Und nee, du bist ja Startspieler, du machst das zuerst. Ja. Lass mich ganz kurz überlegen. Also lege deine besondere Zutat in Vorratskammer. Am Anfang hilft die mir nichts, weil ich bräuchte noch 2 weitere von den Zucker und ich brauche das Fass. Aber ich alles nicht. Genau. Wirf eine Karte aus deiner Vorratskammer ab, nimm eine beliebige Karte vom LKW. Ergibt gerade gar keinen Sinn. Ja, das hätten wir übrigens noch gemacht. Ah ja, okay. Gut, da hätten wir schon noch ein bisschen was. Dann eine kostenlose Rezeptmarker. Das könnte ich jetzt machen, aber da will ich wahrscheinlich momentan noch nicht die ganz schweren nehmen. Ein kostenloses Zubehör könnte ich mir nehmen. Zubehör sind die Geschichten da unten. Genau. Aha. Hier ist zum Beispiel ein amerikanisches Standardfass. Nummerierte Flasche. Mhm. Der Vintage-Dekanter. Nett. Oder eine kostenlose Verbesserung. 6, 5 ist auch nicht schlecht. Genau, also bevor ich jetzt 5 Geld nehme und mir lieber stattdessen hier eine 6er Verbesserung nehmen würde, zählt als... Tja. Ein Kochtopf, Malz und Wasser. Und was zum Filtern, Hopfen und Hefe. Ralf kennt sich aus. Aber da ich ja noch nichts einlagere aktuell... Bin ich mir nicht so sicher, ob ich so etwas schon brauche. Einlagern kann ich ja nur die Sachen, die mich nicht so interessieren aktuell. Das andere ist alles noch zu teuer, leider. Ach, schade. Ich gucke nochmal ganz kurz hier rein, denn ich dürfte ja auch hier von kostenlos einnehmen. Damit könnte man eine zusätzliche Alkoholkarte damit reinpacken. Ja, das wird man wahrscheinlich später nochmal brauchen, wenn man wirklich irgendwas hat, was man unbedingt noch braucht, was jetzt schon abgeworfen wurde. Ne? Das ist alles nicht schlecht. Geld ist natürlich immer das... Ja, das ist am flexibelsten natürlich, ne? Das stimmt. Aber ich mache mal folgende Geschichten. Vielleicht brauche ich das Geld noch später. Und was ist das denn hier Schönes nochmal? Die Malztenne. Ende der Destillationsphase füge der geraden destillierten Spirituose eine... Aromakarte hinzu. Oh, das ist auch nett. Zack. Zack. Die ich beim letzten Mal, die war auch ganz nett. Die hätte ich sonst wahrscheinlich auch genommen. Jetzt darfst du. Die bringt dann schon gut Geld. Genau, ich darf. Du wolltest das Geld nehmen, stimmt. Mit deiner Marke. 2, 4, 6. Das heißt, die Geschichte, also ne, das ist fast komplett zurück. Das wolltest du machen, ne? Nee. Warum nicht? Ich würde auch Jungs nehmen. Achso, okay, weil du die 5. Ach, du hast die 5 Geld gar nicht da, ne? Das sind die 5 Geld von deinem Einkommen. Genau. Ich dachte, du hast ja schon die 5 Geld da rausgenommen. Nein. Aber was haben wir da? Wo denken Sie? Deine Verbesserung zieht als zusätzliche Karte für den Aroma-Bonus. Aha. Was habe ich? Okay. Ja. Nein. Einmal pro Marktphase. Kaufe ein Zubehör für 1 weniger. Erhalte 1 Geld.
glaube, so eine Obstplantage finde ich mega gut. Ist auch nicht ganz schlecht, ne? Damit kriegst du kostenlos so ein Fruchtzucker. Eine Verbesserung hier und bau die gleich mal hier hin. Mhm. Und dann spart ja auch eine Aktion. Hier auch, obwohl, genau. Eine Aktion hat man ja umsonst. Ja, aber hier, also ich da nimm ich von zwei, genau. Deswegen ist das schon ganz nett. Und das Ding, als Frucht ist immer das teuerste. Ja, ja, ja. Herstellung, Lagerung, gut, dann gucken wir, ob wir Auszeichnung erfüllt haben. Noch nicht. Nee. Dann gucken wir, ob wir nichts verkauft haben. Wir haben beides verkauft. Das Community Voting schreibt schon immer bis Mitte Mai. Laura. Bis Mitte Mai, genau. Aber gerne auch zeitnah, aber sonst wird es uns hinten raus. Startspielmarke weitergehen. Zum Bierbrauen brauchen wir auch einen Einkochtopf, sagt Ralf. Aha, Malz und Wasser. Was zum Filtern. Okay. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich bekomme einmal so einen Fruchtzucker in meine Vorratskammer. Ich bekomme einmal so ein Hefe und damit einhergehend wahrscheinlich ein Geld, ne? Sobald gekauft. Ach, sobald gekauft. Ja, aber ist das gekauft dann? Steht da Kauf oder nimm? Hier steht, füge deiner Vorratskammer einen Basis hinzu. Das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Das wäre auch sonst noch krasser. Ja, darum dachte ich, dass es so gut ist. Nee, das ist auch so schon sehr gut. Ja, das weiß ich gar nicht, weil man will ja eh immer Hefe nehmen, um Geld zu kriegen. Nee, du willst ja vielleicht auch hier Zucker haben, um die Chance zu erhöhen, das Ding zu brauen. Das ist schon, dass man hier nur zwei nehmen kann, ist schon ein hartes Limit. So, wo ich jetzt aber ja die Geschichte habe, kann ich ja 2, 4, 4. Ach du Scheiße, ist die teuer. Entschuldigung. 5 kostet die Agave. Yes, Sergi. Ja gut, die Spezialistin, die brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr. Ist aber auch schon ein bisschen teuer alles hier, ne? Das Gefühl habe ich auch. Das glaube ich auch. Ich will nicht schon wieder hier auf kurz oder knapp bauen. Das funktioniert doch immer nicht. Was habe ich denn hier? Aha. Was überlegst du denn zu brauen? Ich gucke gerade. So, ja. so ein Pisco ist natürlich immer schon sehr sexy. Pisco schon? Ja, mit meiner Frucht immer Kreditkarte macht das natürlich schon am meisten Sinn. Aber vielleicht mache ich den erst nächste Runde und könnte dann ja diese Runde schon mal so einen Krapper investieren. Ja, ja. Ich hätte gerne das Premium-Gas nochmal, damit ich nächste Runde wieder Aquarit herstellen kann. Aber komm, ich versuche das doch einfach mal. Also ich hole mir den, ich hole mir das Tonfass. Hier liegt kein Tonfass, also kann ich mir gleich das Standard-Tonfass kaufen. Also kann ich mir hier irgendwas anderes kaufen, bevor du es kaufst. Ich brauche aber für das Standard-Tonfass brauche ich 3, die Geschichte. Dann brauche ich noch 2 für den Zucker. Das heißt, ich habe effektiv 5 zum Ausgeben. Ich überlege mir gerade eine Engine aufzubauen, die gar keine Engine ist, weil ich einfach nur nachkaufen muss. Das ist ja dann keine Engine. Man baut sich ja auch irgendwie, also hier, das ist das Einzige, was das du das, so zum das Engine... Genau, das ist die Engine-Geschichte. Hast. Weil alles andere gibt man ja sofort also weg, aber so ist es ja auch. Also natürlich, wenn man das jetzt, wenn Lacerda hier zu ein Spiel macht, dann hast du Lieferketten aufgebaut. Ne, wahrscheinlich. Ja. Aber die haben wir hier nicht, sondern wir kaufen gerade einfach immer unsere Sachen ein und dann nutzen wir sie gleich wieder und hauen sie raus. Hier liegt nichts, was ich so wirklich brauche. Deswegen würde ich mir dann doch einfach vielleicht, weil ich es kann und unbedingt möchte und auch ganz dringend will, einfach nochmal für 3 hier so eine Turbo-Hefe kaufen. Ach so. Und ja, jetzt lege ich dir hier schöne Äpfel hin. Oh. Ich hole mir mal dieses Fass, glaube ich, hier. Hallo Corinna. Das Holzfass. Amerikanisches Standardfass. Weißeiche. Mhm. Wahrscheinlich. Einmal pro Reifungsphase erhalte ein Geld, falls dieses Fass in deinem Fasskeller reift. Ich hatte letzte Runde einen Alkohol rausgelegt, ne? Weil ich kriege ja einmal pro Dings die Karte von einem, was da rausgelegt wurde. Und das war ja bei mir ein Alkohol. Deswegen kriege ich dafür noch das Geld. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Achso, ja, deine Fähigkeit. Okay. Fähigkeit. Ja. Stimmt. Ich hatte den Alkohol rausgelegt, genau. Da kriege ich ja noch ein Geld. Oh, dann alles anders. Also ganz andere Optionen hier. Also ich zahle 3 Geld, weil mich ja ein fast 2 weniger kostet. Das ist schon auch, da würde ich drauf spielen. Man muss die Fähigkeiten seiner Charakter.
Ja, wenn man, ne, genau, ich würde sagen, wenn man am Anfang überhaupt gar nicht weiß, was man hier so macht, dann einfach mal auf die Fähigkeiten der Charaktere spielen. Hallo Corinna. Und hallo Cole. Also ich würde mir jetzt hier gerne so ein Dolium-Tonfass holen für 4. Oh, jetzt geht's aber ab. Jetzt wie Schmitz Katze. Das Problem ist, ich habe mir was ganz Schönes überlegt, aber ich habe festgestellt, dass ich viel zu wenig Geld habe, um allein das Rezept zu erwerben. Die Hölle. Hält man es denn aus? Es ist dann ja auch ein bisschen ein Strategiespiel. Schön. Ich hole mir Getreide. Auch. Oh, da habe ich jetzt, apropos Strategiespiel, da habe ich auch nicht dran gedacht. Jetzt war ich jetzt zu gierig. Achso, Moment. Ja, es kommt dahin. Mhm. Ich würde es aber trotzdem versuchen. Mal gucken, ob es klappt. Für 4. Bist du wahnsinnig? Kaufe ich mir ein Rezept für Grappa. Für Grappa. Ja, genau. Das ist nämlich genau die Geschichte, die ich ja nicht hatte. Ich habe leider nämlich nur 3. Ich bräuchte ja auch 4. Ich bräuchte auch 4 für die Geschichte, die ich machen möchte. Ah, verflixt. Ich könnte mir natürlich noch ein... Das ist das eine Geld, was ich eingeplant habe, was ich von der Hilfe bekommen habe. Ist das vielleicht nicht doch so, dass ich... Nein. Weil du Alkohol magst und Brettspiele magst. Sag da jetzt so mit Nein. Ich würde fast bei nie keinem Spiel sagen, dass ich mir was kaufen sollte. Nee, aber Corinnas Antwort ist richtig. Ja, mit 2 Zucker, ob das dann was wird, ich befürchte mal nicht. Was darf ich bei Wodka nicht haben? Doch, da darf ich alles. Da darf alles. Genau, es bringt nur wenig. Also wenn du Moonshine willst, aber ein Zucker drin hast aus Versehen. Wir haben beide schon einen Siegpunkt bekommen. Das ist richtig. Ja. Wenn man Moonshine will und aus Versehen Zucker mit reinpackt, dann ist es Wodka. Gut, also ich hole mir noch eine Hefe. Ja. Kriege dafür noch ein Geld. Ich muss den Umweg nehmen. So wird es unsicher, aber es hilft nichts. Nee. Entschuldigung. Dankeschön. Ja. Ich nehme mir auch noch eine Hefe. Das wird sehr hefelastig und kriege dafür auch ein Geld. Das ist das Erste, was ich mir nehme, oder? Ja. Ich habe das genommen, das ist das Rezept, ja. Verstehe ich das richtig bei Whisky, dass ich mindestens 2 Getreidezucker drin haben muss? Ja. Und warum ist das dann nochmal durchgestrichen dahinter? Weil du die anderen nicht drin haben darfst. Ach, die anderen darf ich nicht drin haben. Okay, gut. Das erklärt sich. Ich dachte, das wäre die Platzierung, weil das sah für mich so aus, als würde ich hier... Bei anderen ist es egal, aber Getreidezucker darf ich nicht drin haben. Nee. Das ergibt auch keinen Deswegen Problem. Sind die anderen Sachen auch ja, ausgestrichen. Ja, sind dann ausgestrichen. Hm, genau. Gut. Das habe ich jetzt auch eigentlich verstanden. Ich bezahle 4 Geld und hole mir das Rezept für Whisky. Da kann er nicht anders. Da kann er nicht anders. Cole, ne? Aber ich weiß nicht, war Cole der Whisky-Trinker auch? Bin mir nicht ganz sicher. Ich hole mir noch eine Hefe und kriege... Kann mir jemand einen Satz sagen, warum ich Distilled kaufen sollte? Okay, jemand, weil du Whisky, Corinna schreibst, magst und sonst kein Feierabendspiel hast. Jemand anders als Corinna, bitte. Okay, und jemand anders als Ben, bitte. Warum? Du hast alle Argumente bekommen, die es für oder gegen dieses Spiel gibt? Also es gibt Spiele, die kauft man wegen der Mechanismen. Es gibt Spiele, die kauft man, weil es ein Gesamtkunstwerk ist. Und es gibt Spiele, die kauft man, weil man einfach Bock hat, mal in irgendeiner Stimmung ein Spiel zu spielen. Klar. Ne, mit einem Hintergrund, was einem Spaß macht, wo man weiß, dass die Leute am Tisch auch Spaß dran haben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es einfach Leute gibt, die halt überhaupt, also die gar keinen Alkohol trinken oder sowas, mit denen bräuchte ich jetzt nicht Distilled drauf zu packen. Ja, weil würde ich mich freuen und die anderen so, ja, okay, wir könnten auch ein Science-Fiction-Spiel spielen, obwohl ich kein Science-Fiction mag. Also wenn du dieses Spiel so spielen würdest, dass du deine Karten mischst und sagst, ich ziehe nicht von oben, warum soll ich das machen? Ich kann auch einfach die beiden obersten Karten ziehen, dann bist du nur ein Thema drin, dann brauchst du das Spiel nicht. Wenn du die Einstellung hast, dann ist Distilled nichts für dich. Wenn du sagst, aber dass du da den Vor- und den Nachlauf hast, finde ich geil, finde ich thematisch, dann ist ein Spiel für dich, wenn nicht, dann ich glaube, darauf kann man schon fast unterbrechen. Ich wollte ja eigentlich, also ich bin ja eigentlich Expertin für richtig guten Tequila. Jetzt muss ich leider sagen, Whisky ist gerade in scheinbar. Ne? Also leider jetzt aus meiner Perspektive Grappa. Hier als Tequila. Grappa. Lecker Grappa. Ja, Grappa auch. Aber deshalb muss ich jetzt den Umweg erstmal um den Whiskymarkt gehen. Und da gehören ja leider auch heutzutage in so modernen Sachen so Biochemiker dazu. Aber ich bin auch noch Traditionalist. Ich bin ja mehr Obstbauer. Du bist der Obstbauer, der halt einfach dann den selbstgebrannten hinten. Gut.
Ich glaube, ich bin fertig. Passe. Ich brauche kein Geld mehr. Ich habe auch alles gemacht. Dann kommen wir zur Destillationsphase. Erstmal, bevor wir dazu kommen, räumen wir hier ab. Und wir könnten tauschen. Wir können tauschen. Ne? Ist, glaube ich, eher was so ein für später, letzte ne? Runde Ding oder vorletzte Runde Ding. Und eine Milchkanne. Also Milch. Spartacus ist auch da. Moin, Spartacus. Gut. Und Cole hat schon mal einen Whisky während eines Livestreams getrunken. Zwar nicht hier, aber weiß ich zu Hause. Ich habe, glaube ich, schon mal einen im Livestream getrunken. So, also ich mache Alkohol zu Wasser. Du machst Alkohol zu Wasser? Das ist auch interessant. Also muss man ein Wasser reinpacken oder mindestens? Du kannst auch mehrere reinpacken, das bleibt dir überlassen. Gut, Zubehör ist Zubehör. Oh nein, ich habe kein Wasser. Okay. Ich habe ja nicht automatisch Wasser. Nee. Okay. Möchtest du irgendwelche Sachen nochmal rückgängig machen? Das, was ich sinnlos finde, aber ja, ich nehme mir 3 Geld wieder zurück, gebe eine Hefe wieder zurück und nehme mir ein Wasser dafür. Dann kann ich auch die Würfel wieder zurückgeben. Wir, ne? genau. So, und dann darf ich mir jetzt was? Ein Stapel? Ein Premium-Stapel, die rustige Karte, und dann kaufen wir nicht. Tja, da wäre das nächste Premium-Standardfass gewesen. Gut, fertig. Dann tue ich noch eine Turbo-Hefe mit rein. Dafür kommt noch ein extra Alkohol mit rein. Genau, Ralf sagt auch Motto-Spielabende. Du hast mit Markus sogar Whisky zusammen getrunken. Was ging da ab? Und warum war ich nicht dabei? Dann brauen wir, destillieren wir. Wir destillieren. Destillieren, genau. So, jetzt drücken wir die Daumen. Und zwar kommt bei mir, ich hoffe, man sieht das, einmal ein Alkohol raus, das ist gut. Und noch ein Alkohol. Das ist sehr gut. Dafür kriege ich jetzt ein Geld. Ein Geld schon mal. Ich kann beliebig viel Hefe hier auch hinpacken, ne? Ja. Ist halt weg, aber... Und ich krieg. Ach, das ist ja weg natürlich. Das kommt, ja, das stimmt. Das kommt ja dann. Und da kriegst du ja gar nichts für zurück. Dass du aber das Geld schon bekommen in dem Moment, wo du es, ne, wie du von Alkohol das Geld ausgibst. Ja. Aber das ist dann auch hier wieder gegen das Limit geben. Das ist wahr. Okay. Das heißt, ich kriege hier nur ein Alkohol drauf. Wenn man nur ein Alkohol pro Zucker bekommt. Absolut. Das heißt, ich brauche nächste Runde ja wieder einen Zucker, den ich mir hole. Und ich brauche ein Wasser, was ich ja schon wieder abgebe. Ich muss irgendwie, kann man irgendwie eine Wasserleitung sich hier hinlegen? Kann ich mir irgendwo so ein Reservoir hinbauen? Gibt es sowas? Nee, Wasser musst du immer vom Brunnen holen. Das ist ja grausam. So, du hast... Alkohol und sowas hinzugefügt? Du hast das hat Karl immer vergessen. Also, abends schon mal vergessen. So, du hast schon... Ich habe Grappa. Nein, nicht wirklich. Lecker Grappa. Aber ich sage erstmal ein, ich muss erstmal ein bisschen reichen. Ich guck mal ganz kurz zu deinem Grappa. Also, du darfst keinen... Genau, du musst mindestens einen Fruchtzucker machen. Und den hast du nicht gezogen. Das war die Wahrscheinlichkeit. Darum habe ich auch so viel Hefe und so reingeballert und andere Geschichten. Mhm. Damit du möglichst alles andere ziehst und du hast ja dann auch die 2 Alkohol gezogen. Wofür ist noch ein Geld klar? So, dann erstmal hier den Vorlauf. Schon mal gut. Und da ist die Hefe raus. Da ist die Hefe raus. Das war heißt, egal. Du hast den Wodka hergestellt. Vermutlich. Wasser und Zucker. Ja, das ist doch eindeutig ein guter Wodka. Ich wollte aber gar keinen Wodka. Der ist irgendwie passiert. Wolltest du lieber Moonshine? Ja. Ja, hättest du keinen Zucker. Weil ich habe ja keinen Vorteil davon, dass ich jetzt Wodka produziert habe. Ich habe nur ein Geld weniger. Ja, und du kriegst dann, ne? ja. Weil welchen ich hier verziege, ist mir eigentlich... Mehr. Ja, das ist mal am Anfang auf jeden Fall. Ach, ärgerlich. Ich glaube, das soll auch ein bisschen so sein. Na gut, also das kommt erstmal wieder zurück. Dann werde ich natürlich hier schön das Ganze ins Fass füllen, ne? Ich habe jetzt natürlich den Nachteil, ich verkaufe nichts. Ich lagere das einfach nur hier schon mal ein. Oder nachher werde ich das dahin packen, das heißt, ich kriege 3 Geld. Mhm. Und, weil es Wodka ist, kriege ich noch ein weiteres, also 4. Na gut, dann ist das halt so.
Nee, cool, entweder ich hole das Thema, aber ansonsten ist das Spiel. Oh, ich habe übrigens einen leichten Algengeschmack. Oh. Sind immer nicht nur ein Stern. Ja. Moorwasser und Umami mag ich. Jetzt habe ich Lust, Tango zu tanzen. Einen leichten Algengeschmack, sagt er. Du darfst aber jetzt ja noch auch zu deinem Destillat, bevor du es verkaufst oder so, ein Aroma hinzufügen. Ende der Destillationsphase füge der gerade destillierten Spirituose eine Aromakarte hinzu. Natürlich, ich habe ja, ne, und zwar, das Malz wird ja geräuchert zum Teil, um zu trocknen. Mal gucken wir, was damit gemacht wird. Aber mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Hallo? Das doch hier, das ist doch, ne? Hier. Das ist doch ein Zeichen, hier, oder? Das ist sowas von rauchig. Ja, und gerade noch erwähnt. Kein Rauch, kein Torf, wie verbrannte Blätter oder ein Lagerfeuer in der Ferne oder brennt es bei den Nachbarn? Bei Lefroy zum Beispiel, der großen Whisky-Distillerie auf Isla, da machen sie es so, dass sie das Räuchern nicht nutzen, um gleich das zu trocknen, weil sie sagen, der Rauch zieht viel besser ein, wenn es kalt ist. So macht man das vielleicht auch bei Schinken. Das ist wie bei Rauchern, ja. Oder nicht kalt ist, sondern also feucht kalt, ist. Entschuldigung, feucht ist. Achso, wenn es feucht ist. Also dementsprechend räuchern sie erst mit kaltem Rauch. Okay. Also auch mal mit kaltem Rauch? Ja, und zwar hast du dann das Feuer und da kommt dann der Torf drauf. Und ich habe meine Hand sogar da in den Rauchofen reinstecken dürfen. Dann kommt der Rauch, zieht an deiner Hand vorbei und der ist kalt und der riecht total nach Rauch, weil die Flammen unten brennen unter dem Torf, wie so ein Moorbrand quasi. Mhm. Und es steigt dann nur der Rauch auf, der natürlich extrem, es riecht nach Schinkenräucherei oder Lagerfeuer und so extrem. Und der Rauch zieht dann halt über Kanäle in diese Räucherkammer, ist aber kalt. Okay. Das heißt, es trocknet gar nicht, sondern kriegt nur diesen extrem intensiven Rauchgeruch, den manche ganz ekelhaft finden und manche großartig. Und danach fangen sie dann an in der zweiten Charge und trocknen das Ganze damit erst. Also Algen ist ein bisschen einfach. Das glaube ich. Man da peitscht man einfach mit der Alge ein paar Mal dadurch, das passt durch. Besser Rauchgeschmack als Alge. Nee, aber zum Grappa passt Alge tatsächlich mehr. Also. So. Du willst doch keinen rauchigen Grappa. Ich hab rauchigen Wodka gemacht. Das ist viel schlimmer. Was bringen mir diese vier Sterne jetzt hier? Das ist nur Flavor. Das ist nur Flavor leider, ne? Die bringt nur das Geld um. Was, und das Symbol Geld, für, ne? Dass du eine Aromakarte da drin hast. Ja, mega. Wobei, das bringt dir jetzt beim Verkaufen nichts. Das bringt nur was als Lagerbonus. Ich habe mir schon drei. Moment, wie viel Geld habe ich mir denn gerade genommen? Ich hatte ja kein Geld. Genau, ich hatte kein Geld am Ende übrig gerade. Nee, ich hatte drei Geld übrig. Ich hatte drei Geld übrig und habe mir vier Geld genommen. Wobei das ja hinten und vorne nicht stimmt. Nee, ich hatte... Gott, stopp, Moment. Ich hatte drei Geld. Doch, ich hatte drei Geld, denn ich habe mir kein viertes Geld genommen für die vierte Hefe, um mir damit das Geld zu holen. Genau, so. Das heißt, ich habe jetzt... Ja, nee, doch, stimmt, vier fast, weil es ja das Wodka war. Und jetzt kommt noch der Rauchgeschmack dazu mit nochmal zwei. Genau, du hast vier, sechs Geld gemacht. Mhm, genau. Ach, check. Ich hole mir mal das... Ah, nee, das kann ich nicht mehr holen. Das Ding habe ich ja schon hier. Ist ja kein kostenloses Zubehör. Kannst du hier die Agave zum Beispiel holen? Brauchst du ja, auch teuer. Aber vielleicht jetzt noch nicht. Eine Schädelflasche. Eine der stärksten Spirituosen heißt Goza, benannt nach dem Marshmallow-Mann aus Ghostbusters, der New York in Angst und Schrecken versetzte. Auch schön. Oh, das ist mächtig, natürlich, der Spirit Safe. Was macht der? Du darfst eine der entfernten Karten wieder zurück in den Destillatstapel legen. Hallo, Freund, du bist nächste Runde Startschuh und ich habe kein Geld. Alter, Falter, das ist mächtig. Ich nehme Geld. Ich habe die Investition schon. Das ist ja der Wahnsinn. Gut. Das ist ja Game Breaking. Gucken wir mal. Gut, gut, so, dann haben wir das gemacht. Du hast das schon alles wieder zurückgeschoben hier. Also das Fass kommt wieder hier. Ich habe alles hier hingelegt, weil ich habe ja... Die Flasche. Ach ja, du hast es ja eingelagert. Ich lagere meinen Grappa ein. Ich wusste gar nicht, dass Grappa auch eingelagert wird, aber man lernt. Das ist ja auch ein edukatives Spiel. Man lernt mir das dazu. Gut. Ich habe einen hinzugefügt. Wir haben hier irgendwas... Habe eine Spirituose mit mindestens 5 Zuckerarten verkauft? Nein. Habe eine Spirituose verkauft und eine Flasche aus derselben Region verwendet? Okay, da bin ich noch ganz weg. Wo sind denn die Regionen nochmal? Was ist denn bei Whisky? Whisky hat keine Region. Na toll. Oder doch, ist die Region der Schlüssel? Das ist deine Heimatregion. Das ist deine Heimatregion. Ach stimmt, ich mache ja nordamerikanischen
Ich bin mehr ozeanisch. Okay, ja, dann gehen wir hier dabei. Zone 3 vor. Du bist wieder der Startspieler. Ich kriege einen Fruchtzucker. Ich kriege ein Hefe. Ich kaufe für 7 ein Spirit Safe. Und du hast immer noch so viel Geld. Die Abfüllanlage. Kaufe eine Flasche für 2 weniger. Gut, ich muss mich jetzt ja von ganz oben wieder vorarbeiten. Ich kaufe einfach mal das Aquavit-Rezept. Ich kaufe für 4 das Getreiderezept. Das Whisky-Rezept. Oberkarten nicht bei der Reifung ins Spiel. Ja, außer du hast halt die Karte, die sagt, mach das vorher. Also hier steht, Ende der Destillationsphase. Füge der gerade destillierten Spirituose eine Aromakarte hinzu. Aber toll, du warst noch da, bis die Frage ist, Fässer, die man benutzt hat, die nicht die Standardfässer sind, kommen auch wieder auf den Ablagestab, nachdem, weil sie sind ja weg. Akira hat das geschrieben, aha, okay. Und Petra schreibt, bei Lafroig scheiden sich aber die Geister. Worüber? Ob es ein super großartiger Whisky ist oder ob es nur ein großartiger Whisky ist? Lafroig und Dagoblin sind echt lecker. Also lecker und Whisky ist ja so eine Geschichte, das ist ein bisschen wie Rauchen. Auch beim Rauchen sagen ja die Raucher, das schmeckt so gut. Und ich denke mir mal, seid ihr beschummelt? Das schmeckt überhaupt nichts überhaupt dran. Nicht. Das ist natürlich da genauso. Ne? Also gerade du hast bei Lafroig ja so einen, manche beschreiben das als ölig, als phenolartigen Geschmack fast. Dass man das nicht mögen kann, wenn man das als das was will ich denn sagen hier, herausfiltert. Darum sind wir auch Raucher auf Trinker. Weil das ist so, Geschmack ist eh schon ruiniert, man denkt, das sei was Gutes. Wirklich. Ich bin diesen Whisky-Trail letztes Jahr ja abgewandert. Von Lafroig. Und wie weit kommt man da so? Die sind immer so ungefähr 3 Kilometer auseinander. Oh, das geht ja. Ne? Also erst kommt Lafroig, dann kommt das andere und dann kommt Artbeck und das andere ist Lagavulin, genau. Und bei Lafroig habe ich auch 2 Besichtigungen gemacht. Weil es so lecker war. Weil es sehr schön aussah. Du bist hier dran. Ich bin im Rausch. Also nicht in dem Rausch, sondern hier. Du bist durch? Nein. Ich glaube, ich muss noch was machen. Ich habe noch gar keine Karte genommen. Ich brauche nämlich Wasser. Befürchte ich mal. Obwohl, ich darf mein Alkohol als Wasser benutzen, ne? Stimmt ja. Aber wenn ich noch ein weiteres Wasser dazu packe, dann mehrt das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich da was machen kann. Aber ich brauche auf jeden Fall noch einen Zucker. Und das geht sowieso nicht. Okay. Kein Problem, Kira. Immer lieber einmal zu viel Bescheid sagen als zu wenig, weil die Chance, dass wir einen Fehler machen, ist auf jeden Fall höher, als dass ihr was falsch macht. Also meldet euch gerne. Warum habe ich diese beiden Zutaten? Kein Bier vor 4 und in dem Moment klingelt es und schlägt 16 Uhr. Die liegen da einfach schon. Was denn? Was sagst du? Die Karten, die beiden, die liegen da. Welche Karten? Diese beiden Karten. Achso, okay. Ich habe keine Ahnung, warum die liegen, aber jetzt lege ich sie da gerade hin. Zu diesem Zeitpunkt, warte, ich muss einmal rausfinden, aber ich glaube nicht, dass es meine ist. Da brauchst du erst was für, da brauchst du halt die 3 Zucker für, da brauchst du das Label für, das Rezept für. Dann, also habe 2 Labels der Goldkategorie. Das heißt, ich muss. Genau, die sind noch von der Spielerklärung. Okay. Die kommen gerne wieder zurück. So, ich habe mir einen Zucker genommen, den muss ich natürlich da hinlegen. Genau, ich hätte jetzt richtig gerne, vielleicht, weil ich es kann. Auch nochmal, ich habe Wasser, so ein Getreide für 0. Dann du. Hast du eigentlich gerade Wodka verkauft? Ich habe gerade Wodka verkauft, ja. Hast du dir alles für genommen? Ich habe mir ein Geld genommen und keine 2 Siegpunkte. Ja. Eine gute Idee. Ich hätte ja auch noch meinen Punkt. Nicht uninteressant. Mein Punkt, komm, ich gebe diesen Punkt wieder aus noch nachträglich. Und Zucker brauche ich eigentlich nicht, es sei denn, ich ziehe beide Zucker raus. Das kann sein, aber du darfst ja einen wieder zurücklegen. Ja, brauchst du 2? Ich brauche 2. Dann ist es ein bisschen risky. Wenn ich 3 Zucker nehme, dann ist es safe. Dann bin ich safe.
für jeden Zucker, den ich reinpacke, kommt ja ein Alkohol rein. Für jede Hefe passiert nichts. Nein, die muss die, nur drin sein. Die müllen mich nur zu. Ja. Ich kann auch mehr Hefe reinpacken. Ja. Ne? Weil ich irgendwie gefühlt sehr viel Hefe habe. Und so eine super geile Turbo Premium Hefe bringt ja auch noch was. Die würde mir sogar noch was bringen, das stimmt. Das hier bringt mir auch was. Der kostet aber. Das hier bringt mir auch was. Der kostet aber 3. Mhm. Bringt, dafür kriege ich dann einen Siegpunkt, das scheint mir, und ein Geld, das heißt, der kostet mich eigentlich 2. Und erhöht die Chance, dass du es natürlich schaffst und das, was du brauchst, ah, so. Gefällt mir nicht. Das ist ja alles sehr kleinschrittig. Ich zahle 3 und hole mir hier die Flasche. Oh, die Flasche. Die ummantelte Flasche. Ah, wieder ein Quiveri. Premium. Aber die kommt jetzt hier hin, oder? Oder war die als nächstes gerade schon da? Das war die nächste in der Reihe. Ach, oh, das ist sogar eine richtige... Oh. Aber ich habe mich leider auf eine andere Whisky-Art eingeschossen. Du hast 2, kannst du auch kaufen. Ja, aber ich habe kein Geld mehr. Achso, stattdessen. Stattdessen könnte ich sie kaufen. Die lag dann schon. Mhm. Ich möchte gerne... Der Tetrapack, der trifft mich hart. Keine Ahnung, was du heute noch vorhast, du Distillina, bitte nimm mich den Tetrapack. Eigentlich irgendwo mehr zu tun. Mhm. Ich würde vielleicht richtig gerne noch. Ich habe 2 Geld. Also ich will ja Aquavit und für Aquavit gibt es ja nicht so viel. Komm, dann nehme ich doch einfach noch so ein Wasser. Dann nimmt er einfach noch so ein Wasser. Du okay. Möchtest nichts? Ich nehme noch so ein Zucker. Okay, dann ich bin abverkauft. Fertig. Mhm, ich auch. Dann stellen wir her. Schön. Das Spiel hat was. Ja. Also das ist mechanisch auf einem schönen Kennerniveau. Und also niedriges Kennerniveau natürlich, aber mit den ganzen vielen verschiedenen Möglichkeiten hier. Und doch vergisst man immer wieder was und nimmt kein Wasser auf. Aber ich kann ja den Alkohol dafür nehmen. Kannst du Alkohol das heißt, ich tausche den jetzt um oder lege ich den als... Den legst du hin. Den lege ich so hin. Also, ne, ich lege jetzt hier das hin, ne? Das hin. Ja genau, es hätte nur sein können, dass ich mir stattdessen... Und die beiden Geschichten und dann kommt noch der dafür mit rein. Also nur einer, nicht 2. Dann gucken wir mal, ob ich schaffe, Aquavit herzustellen. Oder nicht? Dasselbe, obwohl, nee, mein Whisky ist sicher. Ja. Das ist ja auch schön, wenn man vorher weiß, was rauskommt. Dafür hat man sich auch so eine teure Anschaffung geholt. Dafür habe ich mir auch so eine teure Anschaffung geholt. Dafür habe ich den Spirit Safe, weil am Spirit Safe kannst du ja ganz exakt, in einer schönen Reportage sagt auch einer so, ja, wenn die Leute das immer so sehen und denken, ja, der guckt jetzt da so, wie es da langläuft und testet das. Nee, das sind einfach Daten, das ist alles schon 1000 Mal durchprobiert. Das ist schon so richtig wertvoll. Man weiß einfach genau, nach so und so viel wird das dann umgestellt und natürlich. Hier richtig lecker, wenn ich dafür ein Fass habe, habe ich Aquavit, liebe ich. Ich weiß nicht, ob, es ist jetzt die Frage natürlich, hätte ich aber falsch gespielt. Warum? Ob, muss ich mich gerade mal durchtauchen, ob beides da drin sein muss? Nö. Oder nur eins davon? Beliebiger. Sonst müsstest du ist ja beim Wodka auch so. Dann ist es keine Frage. Achso, du meinst von der Menge her? Ja. Achso, dass das beliebig auf die Menge ist, aber man von beidem was braucht. Genau, aber es ist von Wodka auch nicht so, deswegen bitte das. Ja, aber beliebig wäre ja auch null. Ja. Obwohl, dann müsste man. Dann hieß es, dann dürfte es nicht drin sein. Das ist ja schon. Ja, nee, sonst könntest du ja auch mal sagen, aber sonst müsstest du beim Wodka ja alles haben. Das ist ja vollkommen Unsinn. Okay, der Vorlauf. Schön. Mhm. Der Nachlauf. Super, passt perfekt. Weil dann kann ich nämlich die beiden jetzt wieder weglegen und habe genau die 2 Zucker drin, die ich brauche. Perfektement. Also, ich stelle Whisky her. Aquavit. Wir sind beim Destillationsprozess. Genau. Ich füge ein Fass hinzu. Wir sind am Ende des Destillationsprozesses. Und wonach schmeckt dein Whisky? Ich will es noch nicht wissen. Muss ich es umdrehen? Irgendwann ja. Okay, dann warte mal. So, jetzt kommt die Verkaufsphase. Ich verkaufe nichts. Verkaufst du was? Ja, ich verkaufe mit der Glasflasche mein Aquavit. Mhm. Dafür kriege ich leider keine Extrapunkte, also nur die 3 Punkte, aber immerhin Ausgleich. Mhm. Und dann bekomme ich 1, 2, 3... Wenn du 3 Punkte kriegst, dann bist du aber ein weiter.
Nee, ich war auf 0. Ach, was? Ich habe ja Geld getauscht. Stimmt. Genau, also 4, 5 Geld gibt es dafür. Oh, ich habe ja nächste Runde jetzt gar kein Geld, ne? Naja, das ist richtig. Genau. Mhm. Ja, das ist hart. Aber man kann ja einen Basis. Und du hast ja noch Reserven, das hast du ja gut vorbereitet. So was. Fügt ein bisschen deine Flasche hinzu, verkauft das Ding jetzt. Also, dann kann ich. Okay. Was haben wir hier Schönes? Das Metal Rickhouse ist jetzt auch nicht so gut. Aber wir haben ja noch ein paar Runden. Es wird jetzt schon eine Aromakarte hinzugefügt, ne? Bei Schritt 4 in der Reifungsphase, genau. Ja. Genau. Aber du bist noch bei der Verkaufsphase, deswegen warte ich noch. Genau, ich würde mir vielleicht ein... Da spiele ich jetzt ja so gar nicht drauf, das habe ich auch wieder schlecht gemacht. Ich krieg doch ein Geld. Kriegst du? Ja, aufgrund meines amerikanischen Standardfasses. Einmal pro Reifungsphase erhalte ein Geld, falls dieses Fass in deinem Fasskeller reift. Denn die Touristen kommen und wollen das Fass sehen. So ist das damit. Ah, ich nehme das jetzt schon mal, sonst vergesse ich das. Komm, ich glaube, ich habe hier noch die Geschichten, die Geschichte. Ich nehme, na, das ist auch nur 4. Was überlegst du? Ob ich mir einen Apfel hole, was ja auch was Geldverschwendung. Also am Ende ist halt Geld natürlich auch noch was wert und 5 Münzen ein. Mhm. Deswegen ist das immer noch ein guter Kurs. Mhm. Aber ist halt hier viermal sowas verkaufen. Oh, was muss ich eigentlich hierfür haben? Das soll ich mir vielleicht mal angucken. Ah, da spiele ich auch so gar nicht drauf. Hattest du schon den Markt abgeräumt eigentlich? Nach der letzten Marktphase? Ich glaube nicht. Oder doch? Nee, weil das wurde in meiner Marktphase hingelegt und ich überlegte. Nicht, dass du noch länger überlegst, ob du den Apfel dir holst. Vielleicht kommt ja was Geiles. Ja, hier für 6 eine Schrotmühle. Oder Hirse. Oder Früchte. Na gut, das lohnt sich, glaube ich, nicht umsonst zu nehmen. Einmal pro Marktphase. Kaufe eine Zitter. Ich flippe aus. Kaufe eine Zutat für 2 weniger. Okay, das ist natürlich. Das ist sehr nice. Aber wenn da dann die Zutaten liegen, die man braucht, das gehört hier nicht hin. Naja. Das auch nicht. Das gehört auch nicht hin. Das auch nicht. Der Roggen. Oh, was möchte ich denn jetzt nur? Jetzt ist der Apfel weg. Was möchte ich denn nächste Runde machen? Das kann ich auch noch verkaufen, ne? Das kannst du auch noch verkaufen. Ja, ja. Oder ich lagere es natürlich ein. Das ist ja das Problem. Dass diese Rezepte auch immer Geld kosten, ne? Möchte. Das ist ja schon mal super. Aber ob es das so bringt? Halte einen Punkt, sobald eine Spirituose verkaufst, für 2 identische Labels. Die fördert natürlich Spezialisierung. Aber das ist aber schwierig. Mhm. Einfach nur 5 Geld, um mehr kaufen zu können. Wobei, ich habe ja schon das meiste. Ich habe Wasser, ich habe Hefe, ich habe das. Ich habe das. Komm, dann nehme ich doch... Oder will ich das schon erstellen? Das habe ich aber auch noch gar nicht. Da kann ich auch ein bisschen mit warten. 2 Geld, 10, 3 davon. Das ist ja hier eine schwierige Entscheidung. Ich möchte... Man will ja schon was richtig. Du hast natürlich die richtig geilen Sachen da bekommen. Und das ist auch nur beim ersten Mal. Warum eigentlich beim ersten Mal in deinem Fasskeller dann reift es? Hm. Ha. Komm, ich hole mir einfach mal, da gibt es bestimmt noch später Besseres, aber ich hole mir hier diese Schrotmühle. Mhm. Aber das hätte ich, den Warm-Tab 2 Kohlkern zusätzlich hinzufügen. Das ist natürlich auch nett.
Ach, du kannst nochmal ran. Ich bin genau, schon. Das Geld habe ich mir genommen, die Punkte, ich habe Aquavit verkauft, habe ich auch schon genommen. Das heißt, diese Glasflasche und das Metallfass bekomme ich wieder zurück. Da. Die beiden Geschichten. Ich muss sagen, dass dieser Metallfass sieht natürlich nicht sehr, sehr stimmungsvoll aus. Ne? Ja, sieht eher sehr räudig aus. Aber so aus sein, damit man sich, glaube ich, so, so kennt man das ja aus seiner Distillerie. So, und das hier. Sehr räudige Getränke. Da würde ich doch einfach sagen, ich lasse das. Demnächst bei Ben im Angebot Pfeffi. Komm, füllen wir auch noch einen. So. Ein Aroma hinzu. Genau, ein Aroma. Ich kann euch leider nicht mehr antworten, weil aus irgendeinem Grund der Chat weg ist. Ich hoffe, ihr seid komplett weg. Wo ist er denn hin? Ah, da ist er. Sehr gut. Flo, du musst dir noch ein Whisky-Label auf deinen Whisky im Keller legen für später. Tolotul, dankeschön. Aber was macht man, wenn die Whisky-Labels alle weg sind? Gute Frage. Weil man kann das ja mehrfach herstellen. Ja. Gut, Auszeichnung haben wir immer noch nicht erfüllt. Zwischendurch hängte der Stream, aber jetzt geht's wieder. Okay. Schnaps verliehen, den gibt's vielleicht nach. Möchtest du Punkte ausgeben für Geld? Nein, danke. Okay. Möchtest du Das ist die Karte, die ich abwerfe? Hm? Hm, ja. Hm. Ich werf mal stinkreich weg. Du bist so stinkreich. Na, da kann ich ja dran arbeiten. So, dann kommt die Geschichte weg. Gut, dann haben wir das gemacht. Der Startspielmarker ist schon bei mir, ne? Ja. Mhm. Dann geht's los. Ja, dann nehme ich doch mal einen Hefe. Nee, erstmal geht's hier mit Ach los. So, mit Füge der. Und ich fange auch an. Ja, ja. Dann nehme ich jetzt meine Hefe. Nee, ich fange immer noch an. Ja, ich weiß, aber ich kriege ja trotzdem am Anfang. Dann darfst du es gleichzeitig machen. Dann wieder zurück, ne? So. Die Geschichte. Mehr habe ich nicht. Nur noch irgendwelche Starteffekte? Nein. Nein. Okay, dann fange ich jetzt an. Mhm. Dann habe ich natürlich schon von langer Hand, Hand überlegt. Langer Hand. Mhm. Dedelele, dedelele. Dann kann man Whisky herstellen, kriegt aber kein Label mehr dafür. Ja, das hatte ich befürchtet. Ein kleiner Bonus für das schnelle Brauen. Glaubt noch irgendwer dafür, dass ich eigentlich hier, dadurch, dass ich diese Hefe umsonst bekomme, dass ich es verdient hätte, dafür auch ein Geld zusätzlich zu bekommen? Verdient hätte es auf jeden Fall. Also da spreche ich gar nicht gegen. Und das Füge deiner Vorratskammer ein Basishefe hinzu doch fast das gleiche ist, Die Kaufe? Und dass man das regeltechnisch schon so auch betrachten könnte? Das habe ich jetzt zu sehr gemacht. Ich glaube, ich wollte nichts trinken, was er angefertigt hat. In irgendeiner Art und Weise. Der Biochemiker hier. Boah, das kostet viel. Ne? Ich mache das immer ganz klein. Ich war im Süden von Schottland. Habe ich nicht besichtigt, habe ich mir von außen nur mal angeguckt. Das ist eine Distillerie, die macht sehr, sehr viel Grain Whisky, also Whisky, der später dann zum Mischen, also genommen wird für nicht reine Single Malts. Ne? Mhm. Und das sah aus wie so eine Ölindustrieanlage oder wie so eine Chemiefabrik irgendwie. Das war nichts mit Romantik. Aber verständlich, weil irgendwo müssen ja die Mengen auch herkommen. Das ist richtig. Komm, ich kauf doch einfach mal. Oh, die Flasche muss ich ja erst beim Verkaufen hinzufügen, ne? Ja, so habe ich das verstanden. Ja, dann nehme ich doch einfach mal diese leckere skandinavische Flasche für 3 und leg die einfach mal hier hin. Warum nicht? Aquavit ist ein skandinavischer Schnaps, der sein Aroma durch Kümmel und oder Dillsamen erhält. Dillsamen. Spartakus, Dankeschön. Blended Whisky heißt natürlich. Ich kam gerade nicht drauf. Manchmal hat man ja so einen Worthänger. Für dich wieder ein Aroma. Ja, das ist super, aber ich habe natürlich kein Geld. Ne? So viel Hefe kann ich gar nicht kaufen. Verdient hättest du es durchaus, aber die Anleitung hat leider daran gedacht, die eine Münze kriegt man nur in der Marktphase, nicht durch Tauschen oder Kartenfähigkeiten. Ach, verflixte Anleitung. Danke, Tolotul, trotzdem. Ja, Johnny Walker und so, Spartacus, genau. Die machen natürlich Mengen, die kriegst du nicht mehr hergestellt, indem einfach irgendjemand so ein Fass über so ein
Boden rüberrollt, ne? Da musst du schon mit anderer Technik arbeiten. Verständlich, verständlich. Wieso kostet das denn 3? Und 3 passt. Immer meine High-Risk rein. Ja, ich sag's dir. Ich hole mir ein Getreide. Du bist. Bin ich jetzt auf Risiko oder bin ich nicht auf Risiko? Eigentlich will ich ja nicht. Die romantische Vorstellung vom Whisky-Distillerieren zerstört, ja. Anna, keine Sorge, es gibt auch solche Distillerien, ja. Es gibt ja super schöne kleine Destillerien, wo das wirklich so toll aussieht. In den entsprechenden Häusern, mit dem Malzboden noch, mit den Bottichen, die so aussehen, mit der Fasslager. Das Fasslager ist auch so. Und dann ist das auch, ne, von der Stimmung her einfach so, dass du ja, einen Geschmack bekommst. Auch sowas gibt's. Das normale Standardfässer gibt es hier gar nicht, oder? Nimm doch das hier. Nee, Fässer. Fässer, ach so. So hier so eine Blechtonne. Ah, okay. Ah, ich habe festgestellt, es klappt doch nicht, was ich vorhatte. Ich habe ein Geld zu wenig. Oh, ich hätte Siegpunkte vorhin verkaufen können. Wolltest nicht, aber kannst natürlich. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber das muss ich, glaube ich, machen, wenn ich das so durchrechne. Es ist die Erklärung. Nee, ja, das ist ja gar nicht. Weil das Holzfass kostet ja leider 4. 4, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das kostet 3. Ja, dann musst du wohl dir noch einen Punkt wegnehmen. Ach. Was will ich denn jetzt Schönes machen? Das Problem ist, habe ich mich schon wieder kein Wasser ansonsten. Wenn ich mich jetzt noch nie hole. Okay, dann danke schön. Dann gehe ich auf die 2 runter. Ich habe alle. Dann geht mehr. Diese verflixten Führungen immer. Geh doch ins Geld. Wenn ich mir das für 4 hole, habe ich danach noch Geld? Oh, Whisky muss man auch einlagern. Das ist ja schon ein komplexes Spiel. Also wie Flügelschlag ist das jetzt nicht. Zumindest nicht, wenn man so gut spielen will, wie ich das gerade versuche. Aber das doch, also du kannst es natürlich auf einer sehr, sehr lockeren Ebene hier spielen. Aber das ist dann so, dann kippst du halt einfach nur 3 Sachen zusammen und guckst, genau, was da rauskommt. Genauso wie du Quacksalber von Quedlinburg auch als Kinderspiel spielen kannst. Aber das macht auch keinen Spaß. Komm, ich spiele mal die Risikovariante. Ich mach das einfach. Ich kaufe für 2 mir hier nochmal das Shochu-Rezept. Ich nehme für 2 ein Holzpass. Für 2? Ja. Das ist billiger. Ja, weil ich Pilar de Fuego Escalante bin. Da darf pro Marktphase ein Fass für 2 weniger kaufen. Ja, ist auch gut, dass ich mir gerade die Schrotmühle geholt habe und sie jetzt nicht benutzen kann, weil der Apfel weggeräumt wurde. Deswegen nehme ich mir hier nochmal so eine Geschichte. Aber für 3. Nee, stimmt, du hast gesehen, dass der Apfel weg ist. Sonst hätte ich gesagt, ja, du jetzt kannst es gerne nochmal zurückmachen. Nö. Du hast der Apfel. Hast der... Ich brauche Wasser. Ich nutze es jetzt doch nochmal und hole mir hier diese Früchte für lau. Ah, okay. Die kosten nicht 2 weniger. Genau. Schön. Dann. Passt du? Passe ich. Ich passe auch. Gut. Jetzt geht's hier ran. Wasser. Zucker. Noch mehr Zucker. Ich mache nämlich auch was bisschen hier Risikohaftes. Aber ich hau mal ordentlich Hefe dazu. Ich habe das Gefühl, davon kriege ich noch genug demnächst. Oh mein Gott, mit nur 3 Karten braun. Wenn einer von euch gezogen werden darf. Naja, zur Not gibt es halt nochmal Mondschein. Was habe ich denn da gemacht? Tja. Ach ne, Zucker und Alkohol. Tja, also, das hebe ich mir auf. Ja, dann tue ich auch. Also ich habe einen Alkohol als Wasser, eine als Hefe, dann kommt ein Getreide rein. Pro Zucker ein Alkohol. Mhm. Und jetzt wird schön
Also gucken wir mal. Ich habe hier einmal die Hefe und dann habe ich hier den Getreidezucker. Hallo Moonshine. Und dafür kriege ich nicht mal Geld, weil... Oh, das ist Wodka, weil du... Es ist Wodka. Es ist Wodka. Nee, es ist kein Wodka. Es ist Moonshine. Nur Moonshine, du hast nur zweimal Alkohol. Ja, schön. Das ist wirklich Moonshine, es ist ja, das ist, ne? Genau. Das ist das Zeug, was du, genau, wo du... Das Spiel hat auch einen Solo-Modus. Es gibt extra Solo-Karten, Solo-Ziele. Das stimmt, viel von der Whisky-Industrie ist in japanischer Hand. Ich glaube, das ist dann Suntory. Aber es gibt noch einen zweiten großen Konzern, dem auch ganz, ganz viel Whisky-Distillerien gehören. Und dann gibt es ja noch diese unabhängigen Abfüller, das habe ich nie verstanden, das System. Die kaufen von einer Whisky-Distillerie Whiskys, füllen die mit dem eigenen Aufwand da nochmal um und verkaufen ihn teurer weiter. Und das kaufen Leute. Gut, dann habe ich es verstanden. Ja. So. Oh, aber alles gut. Alles gut, denn den schieben wir schön wieder zurück. Ich muss diese Karte nochmal lesen. Du darfst eine der entfernten Karten wieder zurück in, das Destillat, in den Destillatstapel legen. Was ist denn der Destillatstapel? Na, da, ich meine, ich hatte hier drei Hefe drin, ja? Mhm. Wie unwahrscheinlich war, dass es davon keine ziehe. Nun gut, ich habe nochmal hier Moonshine. Ich hätte doch die nehmen sollen, die irgendwas für Moonshine bekommt. So, dann packen wir hier ein Holzfass dazu. Und den Whisky darf ich jetzt aber nicht sofort verkaufen, ne? Sondern den muss ich natürlich erst... Genau, in der Verkaufsphase. So, wie es sich gehört. Also, wir sind erstmal in der Destillationsphase, da kommt ein Fass hinzu und in der Destillationsphase machen wir hier schön Aroma. So, kriegt man die Punkte eigentlich sofort oder auch erst am Ende? Wann kriegt man die Punkte hier und die kriegt man nur ganz am Ende? Tolle Tool. Oder in Werner, der ja schon gespielt hat. Gut, ich verkaufe jetzt, wir verkaufen ja gerade, ne? Da möchte ich nicht meine schicke skandinavische Flasche für nehmen, sondern einfach so eine Flasche. Mhm. Und dann hätte ich gerne 4-6 Geld jetzt trotzdem dafür. Für den guten Moonshine, ohne jeglichen Geschmack, und in einer einfachen Glasflasche aus dem Stahlfass. Also, wie man eben dafür kriegt. Und jetzt darf ich das auch noch da hinlegen. Was mache ich? Du bist schon ein bisschen weiter als ich, weil du verkaufst ja gerade schon. Also, verkaufen ist in Ordnung, verkaufen tue ich auch nicht. Jetzt kriegst du den Labelbonus, genau, den krieg ich. Moment, darf ich den hier auch verkaufen? Muss der eingelagert werden? Der muss ja eingelagert werden. Dann darfst du nicht verkaufen. Darf ich nicht verkaufen. Ich darf nur den verkaufen, der schon eingelagert ist. Verkaufen, ne? Okay. Und weil ich sonst schon wieder kein Geld habe? Das kann auch funktionieren. Aber auf der anderen Seite, ich bekomme ja durch das Fass wieder ein Geld und ich kann ja wieder einen Siegpunkt bezahlen. Und kannst sogar zwei Siegpunkte bezahlen. Bis zu 4. Wenn du 4 hättest. Na, lass ich dir nochmal. Wir haben ja noch 2-3 Runden. Mhm. Also du darfst verkaufen, ich verkaufe nicht. Obwohl auf der anderen Seite, Moment, habe eine Spirituose verkauft und eine Flasche aus derselben Region verwendet. Machst du das gerade? Jetzt gerade nicht. Nee. Aber gleich vielleicht. Weil vielleicht mache ich das jetzt doch. Obwohl die Flasche habe ich doch, ja, die Flasche habe ich mir extra dafür geholt. Wer ist Startspieler? Du bist Startspieler. Du müsstest das erste entscheiden, ob du das machst. Ich würde diesen Tequila, ne? Der ist schon ganz sexy. Aber das, ja, obwohl... Wir sind in Runde da. Wir sind in Runde da. Okay, apropos in Runde da. Ich verkaufe doch. Also ich glaube, das ist, glaube ich, total sinnlos. Ich will noch das machen, ne? Auch nicht unsexy. Ich kriege gar nicht so viel. Ich muss jetzt doch mal kurz ein bisschen nachspicken, was es hier ist.
Okay, den lassen wir noch ein bisschen. Nach einer Probe muss ich sagen, streng riechender Stallgeruch. Das wird momentan noch ein ziemlich ekelhafter Whisky. Also ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich habe aus den Tequila den Lubrik eingesetzt. Ich möchte schon echt gern... Komm, ich nehme einfach die 5 Geld. Okay, dann habe ich das ja alles verkauft. Die Punkte habe ich mir noch nicht genommen. Ich habe ja leckeren Moonshine. Habe ich? Ne, habe ich noch nicht, ne? Also ich verkaufe meinen Whisky hier in meinem schönen Fass. Das finde ich hart. Also, er hat die Tasting-Note von Ingwer. Wärmende Würzigkeit und innere Zufriedenheit. Genau das bewirken keine Schlückchen hiervon. Und das wird ein bisschen überlagert von der Tasting-Note von Dumm. Dumm! Das ist aber ganz extrem. Streng riechender Steigeruch, ungewöhnlich, aber fügt dir noch etwas Komplexität hinzu. Hallo Marcel. So, das heißt, ich bekomme für diesen Premium-Whisky zu Recht nur 3 Geld. Ja. Plus nichts, ja, also 3 Geld. Das finde ich sehr schön. Aber ich kriege ein paar Siegpunkte. Und zwar... Achso, Moment, die Flasche muss ich noch zufügen. Sorry. Natürlich, die ummantelte Flasche, das ist noch ein weiteres Geld. So, und jetzt mache ich Folgendes. Also, das sind 5 Siegpunkte für das Fass wahrscheinlich, ne? Ne, das wird den kosten. 1 Siegpunkt für das Fass, sorry. Ja. 1 Siegpunkt für das Fass. Für die ummantelte Flasche erhalte 2 Siegpunkte beim Verkauf oder 3 Siegpunkte, falls es so eine Spirituose ist. Ist es? Weil es Whisky ist und das ist meine Heimatgeschichte. Das sind also 4 Siegpunkte. Und das braucht ja alles nur Geld, ne? Also 14. Und dann nochmal 10, genau. Also 14. Um es zu verstehen. Das war alles so richtig. Und dann kriege ich den hier. Genau, die kriegen wir beide. Ach, du kriegst den auch schon. Ach, ich dachte, du hast den noch nicht bekommen. Ich kaufe jetzt auch. Ach, du verkaufst auch mehr Sachen. Ah, okay. Du darfst aber deinen Label-Bonus noch platzieren. Und ich darf meinen Label-Bonus noch. Also du kannst mir schon mal die 50 Punkte gerne geben. Dann ist es ja gut, dass ich das jetzt auf jeden Fall mache. Und den Label-Bonus. Ah, ich habe eine hervorragende Idee. Ich nehme, wirf eine Karte aus deiner Vorratskammer ab. Diese Idee ist wirklich großartig. Ich werfe eine Hefe ab. Um mir eine beliebige Karte vom LKW zu nehmen. Wann wird das da hingelegt? wenn du mit dem Verkaufen fertig bist. Ich würde fast davon ausgehen, dass man es nicht gleich wieder nehmen kann, weil es ein bisschen unsinnig wäre. Aber vielleicht geht es ja doch. Gucken wir mal, was Siri gesagt. Das Zurückding ist der letzte Schritt. Schritt 7 und das Label hinlegen ist Schritt 4. Das sind Double-Layer-Tableaus. Also, teilweise. Dann nehmen wir mal das zurück und ich nehme die besondere Zutat. Oh, jetzt will das wissen. Gut, dann verkaufe ich jetzt auch noch was. Jetzt bin ich gespannt. Hattest du den Bonus auch dazu addiert? Oh, nee, Moment, das war noch die... Nee, stimmt, nee. Das waren die 10, die ich gedacht hatte, aber das waren ja keine 10, die ich kriege. Ich habe ja nur 2 und das sind nochmal 3 Punkte dazu. Sehr gut, dankeschön. So, also ich verkaufe jetzt meinen Grappa. Zweifach gereift. Das ist der hier. Oh, Grappa bringt ja auch 9 Punkte. Ja, wir gucken mal. Deswegen kriege ich dafür 1 Geld, 2 Geld, 3 Geld, 5 Geld. 6 Geld, 7 Geld durch die Karte. Okay. Und das dann bekomme ich Geld. Punkte. Heißt ja die Waldfee. 1, 2, 11.
und 3, also 14, bin ich hier bei 19. Was hast du denn jetzt so viel mehr als ich? Weil du viel mehr Geld hast als ich. Und für, ja, ich, man wird ja durch Punkte, nicht durch Geld. Naja, das stimmt. Du hast ja auch schon wieder 3 Punkte wieder liegen. Dann kommt die Geschichte leider weg. So, das Fass kommt auch leider weg. Die beiden Geschichten können auch weg. Die Tasting Notes kommen hier drunter. Die Turbohefe kommt weg. Ach, Zimt. Mhm. Und was ist das hier? Das kommt leider auch weg. Und jetzt kommt wieder die Geschichte, was mache ich hiermit? So, und jetzt sind wir beim Einlagern, ne? Mhm. Und jetzt lagere ich das nächste hier ein. Haben wir schon destilliert. Achso, und ich mache das natürlich mit der Flasche hier. Dann kriege ich nämlich nochmal 3 Punkte extra. 1, 2, 3. Und kriege auch noch die Geschichte hier mit habe das gleich. Und dann bin ich nämlich vor dir. Und wir haben das hier erfüllt. Ja, stimmt natürlich. Destilliert haben wir schon. Das ist ewig hier. Was? Ich habe noch die Flasche natürlich dazu getan. Okay. Ich habe ja gar keine Flasche gehabt. Ich habe einfach einen Ausguss gemacht. Du hast einfach und dafür gab's nochmal von der Hand in den Mund. 3 extra Punkte, weil es die gleiche Region war. Nochmal 5 okay. extra Punkte. Ach, herrje, okay. Warum hast du denn jetzt auch immer so viel mehr? Ja, weil ich jetzt nochmal 8 Punkte bekommen habe. Du warst ja gerade nur ein. Ich war hier. Ja, aber hier, als wir hier gestartet haben, warst du. Ich war auf der 2 und du auf der 3. Und jetzt bist du 2 Punkte vor mir, obwohl ich den teuren Whisky gemacht habe. Wir sind ja gleich voll. Die Flaschen haben wir die gleichen gehabt, ne? Meine hat 3 Punkte gemacht meine und ich habe ja auch noch beim Verkaufen durch mein Fass ein Geld dadurch bekommen. Aber das ist dieses Fass hier, das hat irgendwas Besonderes gebracht, ne? Und da gab es aber ein Geld und nochmal 1 Punkt extra. Na, das hat mein Fass auch gebracht. Und was war die Fähigkeit hier? Ein Geld pro Aromakarte. Ein Geld? Kann es sein, dass du einen Siegpunkt genommen hast? Nein. Nee? Dafür haben wir 2 Geld genommen. Oder? Ich frage mich nur einfach, also ich will es ich ja auch verstehen. Genau. Es ist nicht das... Naja, es kommt ja auch ein bisschen auf die Sachen an, die man da reingetan hat, und meine alle keine Punkte gebracht haben, glaube ich, oder? Ja. Wir prüfen noch einmal. Nicht, dass ich es dir nicht gönne, dass es ein hervorragender Grappa wird, aber wenn der Grappa am Ende mehr Siegpunkte bringt als der Whisky, dann läuft aber irgendwas schief. Das ist schon okay, glaube ich. haben wir schon das Ding. Achso, und ich. Davor muss das noch wieder sein. Die Flasche hier? Genau, die Flasche. Das 5 Geld. Na, ich war bei 6 Geld, 7 5 Geld Punkte. Durch die Karte. Okay. Und ach, du warst schon mal mehr Punkte als ich wahrscheinlich. Ich war bei 5 und du warst bei 0. Ne, bei 0 war ich nicht. Ich war bei 2. Warst du bei 2, also ja, ich war auf jeden Fall okay. Davor. Dann ergibt das schon mal Sinn. 3, also 14, bin ich hier bei 19. Was hast du jetzt so viel mehr als ich? Weil du viel mehr 9. Geld hast. 9. Ja, man wird ja durch Punkte, nicht durch Geld. Genau, und 3. Du hast ja auch schon mit 3 Punkte wieder. Dann kommt. Und 12. Heißt ja die 1, 2, 11. 1, 2, 11. Und 16. 3, also 14, bin ich hier bei 19. Was 19. Viel mehr als ich. Also hast du 14 Punkte genommen für den Krank quasi, ne? Okay, das sind 9 für den Grappa. Genau, und dann nochmal 8 gerade, bin ich bei 27. Genau, ich glaube nur 14 Punkte für den Grappa. Das waren 9, also 9 für den Grappa, dann 3 Punkte für die Aromakarten. Mhm. Sind wir bei 12, ne? Dann 1 Punkt für die Flasche. Und 1 Punkt fürs Fass. Genau. Ja, genau, okay. Super, sehr schön, verstanden. So, jetzt bin ich ja wieder bei der Geschichte hier. Warum sind hier nur so billige Zutaten? Ich bin durch. Und wir spielen danach noch. Gar nicht mal so viel. Ich will das noch machen, ich will das noch machen, ich will das. Das schaffe ich alles gar nicht. Das muss noch eingelagert werden. Ugh. Aber lagerst du denn diese Runde was ein? Nee. Hast du dieses Jahr Runde 2 Sachen verkauft? Ja. Okay. Gut, das erklärt auch die Menge an Geld. Ach schon, das war ja der Moonshine noch. Ja, fürs Erste gab es nur halt nur fast das keine Punkte. Ja, ja, genau. Das stimmt. Da liegt auch echt nur Müll. Und das ist auch Müll. Das ist alles Müll, alles doof. Na komm, ich versuch's mal. Ich
hol auch mal meine besondere Zutat. Oha, in meine Vorratskammer. Jetzt wird hier mit scharfen Geschützen geschossen. So, Start der neuen Runde. Her mit dem Startspielermarker. Nee, erstmal Auszeichnung haben wir. Verkaufen. Fassmarke 1 vor. Startspielermarker weiter. Zielkarte abwerfen. Jetzt neue Runde. Jetzt fängst du an und ich nehme mir trotzdem. Ich nehme mir auch. Einen Fruchtzucker. Und ich mir eine Hefe. Jetzt sind wir im Markt und jetzt geht's los. Die Frage, bleibe ich bei der Whisky-Produktion? Oh, Moment, und hier muss natürlich der Marker noch da drauf. Genau. Bleibe ich bei der Whisky-Produktion? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich muss jetzt umschwenken eigentlich. Aber das kostet natürlich... Die Pflanzendinger kosten immer ordentlich was. Da habe ich meinen besten Whisky gerade mit dem Dummgeschmack verkauft und habe insgesamt nur 4 Geld. Das ist ja ziemlich räudig. Ja, schon bitter. Das ist wirklich bitter. So, was haben wir denn hier noch Schönes drin? Hefe haben wir noch da, Wasser und einmal sowas. Sowas. Und du hast Geld mit wie Heu. Du hast 18 Geld, das stimmt doch was nicht. Verrückt. Ja. Na gut. Flo, Flasche zurückholen für die Entwertung. Ah, danke schön. Hast du weggeworfen? Merci, wer auch immer es war. Tolle Tour natürlich. Tolle Tour, dankeschön. Ich vergesse, dass ich diese Flasche hier noch hinpacken muss. Genau, hier hin. Vielen Dank. Gefühlt muss man noch viel mehr mit Flaschen machen, aber irgendwie... Flaschen sind der Shit. Es ist ein Spiel der Feinheiten. Es ist schon ein Connoisseur-Spiel. Es ist schon Kenner plus. Nicht Experte, aber... hat schon ein bisschen zu grübeln. Na, vielleicht doch Experte. Man hat schon ein bisschen... Ja, zu grübeln hat man leider auf jeden Fall. Was ist ein Spiel, wo es auf die Feinheiten ankommt? Ich brauche für mein Rezept jetzt... Oh Gott, 6 Geld. Ja gut, das können wir sowieso nicht leisten, diese Runde. Ich muss erstmal Geld machen, diese Runde. Ich produziere mal so einen schönen Moonshine gleich. Lecker Moonshine. Ne? Und darum hole ich mir doch mal... Hier... Pflanzenzucker. Fertig. Geld kostet noch. Verrückt. Also ich hätte ja richtig gerne für 4 einmal gewusst, wie wir denn so Pisco herstellen. Ach so. Und dann bist du schon wieder. Dann bin ich schon wieder. Pisco wieder herstellen. Glaubt man's denn? Ich brauche noch so ein bisschen Pflanzenzucker. Das spielt super und das Material auch. Guck mal, Rossi Maniac ist auch Fan. Hi. Ja, Pflanzenzucker. Moin. Also ich hätte gern ein Wasser, weil habe ich noch nicht. Und dann würde ich gerne hier gucken und... Ah, wie ärgerlich. Nur Reis, den möchte ich nicht kaufen. Will er wieder nicht haben. Nee. So, ich zahle 2 und hole mir ein Fass. Ich zahle mal nichts und hole mir noch einen leckeren Fruchtzucker. Auch schön. Ich passe. Du passt schon. Dann hätte ich richtig gern noch die Turbohefe. Ach so. In der Hoffnung, dass hier jetzt richtig geiler Kram nachkommt. Und zwar genau, nur für mich. Und zwar Mais. Wieso ist denn da, gibt es da irgendwie eine Regel, dass man das abwirft, wenn da viermal das gleiche liegt? Ist nicht, das sind alles unterschiedliche Getreidesorten. Das ist und ja Mais. Unverschämt. Das ist sowas unverschämt. Dann hätte ich hätte das steinreich hätte ich behalten sollen. Ich würde mein Geld ja nicht los. Dann... Hmm.
Ja, hm, das ist genau das richtige Wort. Hm. Ich glaube, ich gebe dann doch einfach nochmal 5 aus für diese Schädelflasche. Ich flippe aus. Eine Schweineflasche. Was, für 5 kauft man sich 4 Siegpunkte? Was stimmt denn da nicht? Und 2 Geld ist noch wert? Ist okay, oder? What? Rums, ne? Kommt gleich der Table Flip. Die will ich ja schon gerne her, da war ich auch noch ein Fass. Eigentlich müsste ich in diese Runde herstellen. Na komm, dann kaufe ich doch einfach. Aha, das ist wieder so risky. Das ist auch risky. Komm, ich werde das Risiko so hart minimieren, wie es geht, aber es wird wahrscheinlich trotzdem schief gehen. Ich kaufe mir den Warm Tub. Oh. Und dann durch? Dann bin ich durch. Und kein Geld mehr, aber dafür eine geile Ausrüstung. Es wird sowas von schief gehen. Ich sag mal, ich nehme ein bisschen Hefe, ein bisschen Wasser und packe da einfach eine Agave und noch jede Menge andere Pflanzen rein. Also ich mache jetzt ein bisschen Wasser. Mhm. Ich mache eine Turbohefe. Mhm. Die nicht. Für die Turbohefe füge ich noch einen weiteren Alkohol hinzu. Mhm. Dann füge ich einen Fruchtzucker hinzu. Mhm. Oh, die drei kann dann ich füge ich einen Fruchtzucker hinzu. Dann füge ich einen Fruchtzucker hinzu. Ja, da kann doch nichts schief gehen. Dann füge ich einen Fruchtzucker. Wie viel Fruchtzucker brauchst du? Hinzu. Und 3? Dann füge ich noch einen Fruchtzucker hinzu. Ja, aber das ist doch dann safe. Hoffentlich. Hä? Aber du brauchst noch nur 3, oder? Ja. Ja, du ziehst doch nur 2 raus und hast 5. Ja, aber es gibt ja auch das Ziel, habe einen Schnittkurs. Ah, da will er drauf gehen. Ach so. Dafür darf ich jetzt allerdings nicht eine Zuckerkarte. Nicht eine Zuckerkarte. Du ziehst ja nur 2 von den ganzen Karten da. Oh. Ach. Ich will das schon haben. Ich stecke die Hilfe auch noch rein. Ist mir egal. Ach. Soll ich abheben? Nein. Du darfst ziehen. Ah, ich darf ziehen. Ja, nee, ziehen, es wird ja nicht gezogen. Es wird ja von oben immer genommen. Ziehen kann man dabei von nicht. Von oben, von unten. Ich kann nur abheben. Aber du darfst so einmal den Vorlauf. Ja, einmal den Vorlauf. Verdammte Axt. Und, oh. Doppel. Na gut, immerhin gibt es dir wieder nächste Runde neuer Versuch. So, ich habe auch 3 Zucker drin und 3 Pflanzenzucker. Ich mache eigentlich mein Spezialrezept. Okay. Ne? Das wird ja klappen. So. Wie kann man so viel Pech haben? Darf ich das Spiel verschwinden? Darfst du? So. Alkohol. Das gibt weniger Geld. Toll. Das ist jetzt blöd, was passieren konnte. Wieso? Ja, weil das andere hätte ich wieder zurücklegen können einfach. Mhm. Mit dem Spirit Save. Mhm. Und meine Sonderzutat hätte ich auch wieder zurücklegen können. Doof. Also ich wollte den Alkohol, ja, aber Geld. Oh ne, kommt der gar nicht abgelegt. Der wird ja hier hingelegt. Macht mich fertig. So, da kann man fast dazu packen. Aber ich mache extra Anejo Tequila. Ich mache nur Pisco. So, das ist hier meine Spezialgeschichte. Das freut mich. Hm, das ist gut. Aber den verkaufe ich leider nicht, sondern den lagere ich wieder ein. Ich mache hier einfach so ein Fettchen. Das sieht auch schön aus. Der wird auch eingelagert? Das gibt leider. Nö, verkaufe ich den. Den verkaufst du leicht? Ja. Welcher ist das? Pisco. Pisco. Dafür kriege ich 10. Ach, das ist Pisco, 14, stimmt richtig. Das ist ja gar nicht dein eigener, das ist der Pisco. 14, 15, 15 What? Punkte. 15 Punkte? Ja, 10 und für meine tolle Schädelflasche, die ist schon auch geil. Wahnsinn. Und dann kriege ich dafür 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Geld immerhin. Mhm. Dann tue ich die Flasche mal in meine Flaschensammlung.
Tja, und jetzt habe ich leider nur 3 Zucker. Ich wollte 5. Mhm. So, 4, 6, 8, 10, 11 Geld kriege ich, weil fürs Fass gibt es ja auch noch ein Geld. Dann wandert ihr wieder zurück. Du wanderst zurück. Das ist auch ein echt starker Pisco geworden. Sehr hochprozentig. Der ist, glaube ich, auch. Dass der ganz schön hart war. Und jetzt kommt ja wieder die große Geschichte. Also ich verkaufe nichts, dann kommt hier ein Aroma dazu. Also du verkaufst? Nee, machst du unser Aroma. Nee, genau. Bei dem anderen habe ich das Aroma schon dazu gesagt. Hast du an das Destillat gedacht, an das Aroma von... Genau, habe ich. Und dann darf ich aber 7 Punkte wegnehmen für Dingens. Hier liegt auch echt nur Müll. Oh, haben wir abgeräumt? Nee, ne? Nee, was kommt da hin? Mhm. Man muss das mal gleich in der Marktphase machen, sonst ist man da. Oh, hier. Ex-Bourbon Hogshead. Oh. Nice. Aber so viel Geld habe ich leider. Er hatte eine Zutat. Ich soll den schon mal herstellen, wenn ich ihn gekauft habe. Aber ich will auch eigentlich schon auch noch mal. Wenn ich in der letzten Runde den Whisky einlage, darf ich ihn noch verkaufen, ne? Mhm. Ohne halt die ganzen Extra-Geschichten, naja, der Rohrpunkte, ja. Aber. Komm, ich hole mir mal, ich werfe eine Zutat weg, diesen Getreidezucker, und nehme mir hier die Äpfel, ich will sie doch haben. Sind zwar mittlerweile schon ein bisschen schrumpelig, aber mein Gott, gut, dann bin ich jetzt auch durch, dieser Labelbonus da längst. Ja, lass mich mal kurz überlegen, wenn es das da gibt, ob ich nicht doch verkaufe. Ich habe mir noch nicht meine Aromakarte angeguckt hier von dem Whisky. Ein kostenloses Zutat kriege ich, ist nicht interessant. Ein kostenloses Rezept, ein kostenloses Zubehör. Das Zubehör ist natürlich schon der Hammer mit dem Fass hier. Das Zubehör ist ja nice. Oder gebe ich das jetzt dafür ab, weil wenn ich das abgebe, ist in der letzten Runde und das sind dann 3 Punkte, die ich weniger habe und jetzt habe ich das Geld. Ja, komm, wir machen das besser. Also ich gebe die eine Aromakarte wieder zurück, das war die oberste und dann verkaufe ich doch diesen Whisky hier, sorry. Ja, das ist ja das Komplizierte noch. Ja. Ne? Denn den packe ich dann gleich hier hin. Also dann drehen wir es mal um. Genau, das waren... Leder und Geburtstagskuchen, ich glaube schon. Moment, ich gucke mal ganz kurz hier. Ja, das hatte ich nicht. Leder und Geburtstagskuchen. Ist das eine Eisdiele? Ich sag mal dazu: Umami, Vanille und Backaroma. Ich würde ja eine Kerze draufsetzen, wenn ich nicht Angst haben müsste, dass alles in Flammen aufgeht. Und Memo an mich: Trinken, wenn meine versnobten Freunde keine Zeit für unseren Stammtisch haben. Die Leder-Tasting-Note. Das ist doch nicht schlecht. Achso, es kann sein, dass ich jetzt die Tasting-Noten reingemischt habe, die ich hier schon drunter gepackt habe. Ist egal. Ne? Gut, also, das ist hier die Geschichte. Und dann habe ich hier noch ein Geld. Achso, eine Flasche muss natürlich noch dazu. 1, 3, 4, 5, 6. 6. Und das war's. 6 Geld. Flasche kommt wieder zurück. Hast du ein Fass drin? Das Fass, nee, das Fass war ja. Fass werfe ich ab. Mhm. Siegpunkte
habe ich hierfür 3. Und das ist ja hier alles nur Unsinn. Mhm. Plus 10 sind 13 Siegpunkte dann. Okay, und dann kommt das hier alles weg. Also das sind 3 Hefe bitte. Zwei Hefe ist ein bisschen... Wasser, ja, das ist ein bisschen... Ne? Und die schönen Tasting Notes hier. Okay, und dann nehme ich nämlich jetzt meinen Marker hier und lege ihn hier drauf. Ein kostenloses Rezept. Und dann hätte ich gerne den goldenen für den Tequila. Tequila! Mhm. Hatten wir jetzt schon festgestellt, ob das Spezialrezept auch ein goldenes Label ist? Worauf ich die ganze Zeit gespielt habe, aber... Nee. Ist es nicht? Ich glaube nicht, oder? Ist einfach nur ein Spezialrezept. Ach, schade. Also tolle Tür würden es was anderes sagen, aber ich... Ja, es sieht nicht gold aus. Sieht nicht so güldend aus. Schade. Gut, ja, gut. Dann haben wir da nichts erfüllt. Leider, war zu viel Pech. Aber dafür hast du auch nicht so viel Geld jetzt noch nicht mehr Geld, habe ich aber hier 6 Geld genommen. Dann kriege ich den Starspielermarker. Genau. Ich finde auch schön, dass das irgendwie Snens Wahr heißt. Das ist genau, das heißt ja sowas wie zum Wohl. Ja, aber ne? das genau. einfach nur Wahr heißt. Ach so, okay. Gut, und dann geht's los und wir nehmen uns hier wieder lecker. Lecker Hefe. Lecker Fruchtzucker. Mhm. Da gucken wir kurz, ob hier was reingeschrieben. Kaladan ist auch da. Moin, Kaladan. Spezialrezepte sind weder Bronze noch Silber noch Gold. Ah, Tullu, ich habe das Gefühl, du arbeitest heute ein bisschen gegen mich hier. Nein, natürlich nicht. Dankeschön. Ich bin am Arsch. Was ist das denn für ein Dreck? Hier haben wir schon abgeräumt, naja. Da haben wir schon abgeräumt. Nee, Moment, doch, haben wir. Doch, das war geil. Stimmt, da ist das. Dann bringt mir all mein schnöder Mammon nichts. Nee, hier haben wir. Haben wir. Echt? Ja. War das drin? Na gut, möglich. Ich dachte, dann haben wir da den Experim Hoxhead aufgedeckt. Ja, ja, ja. Das war die Zone, war... Ach, das war die Zone, genau. Also, die Zone. Gut, dann darfst du anfangen. Ach, ist ja super lustig, dass ich davon jetzt 3 Stück haben möchte, aber. Kann man nur 2 holen. Ja, ich kann mir diese Pflanze holen. Ja, das stimmt. Die ist nur ein bisschen sehr teuer. 4. Ja. Du hast es ja. Du bist ja genau alles losgeworden dann. Ja, und in welches Fass packe ich das dann rein? Das hat ja mal wieder gar nicht funktioniert, diese Planung. Oh, apropos Planung. Ich könnte ja noch mein... nee. Doch, mache ich. Ich möchte gerne einfach nur, weil ich es kann. Ich kann ja mein Spezialrezept herstellen, dafür brauche ich 3 davon. Dann hole ich mir doch erstmal für 4, für 2, weil ich habe ja 2 weniger, ja, diese Zahl. Dankeschön. Ja, weil bitte jetzt das Neues aufdecken. Ja, jetzt und? Kommt sehr gut. Was für eine Scheiße. Gut, hier habe ich nur Alkohol und Hefe. Das ist ein Saufladen hier. Nur Alkohol und Hefe und irgendwer möchte hier Tequila brauen, weil ich das Rezept dafür habe. Ach ja, geht ja auch gar nicht. Ich kann das auch nicht schaffen. Warum nicht? Weil, also ich habe jetzt alles hier hingelegt ins Lager, aber wie du siehst, ich habe keine Hefe, kein Wasser. Also oder keine Hefe, kein Hefe und Wasser das kaufen. Das ist ja auch schön. Ja, dann funktioniert deswegen bei dir auch nicht. Ich rufe schon mal an und hole mir schon mal eine Pflanze hier. Du bist dran. Aber erstmal hole ich mir jetzt ein Wasser und dann würde ich gerne hier. Und das ist nicht uninteressant, finde ich. Das ist natürlich wieder sehr, sehr risky. Aber ich. Und 4. Den hast du da reingerufen, das ist untergerutscht. Das kann sein. Ja. Da muss ich jetzt noch einmal kurz gucken. Dafür bräuchte ich 3. Da hätte ich genau 3. Du Lacker, würde er sagen. Aber ich würde ja, ich würde, du ziehst ja eh einen davon. Ich ziehe einen davon, aber dann könnte ich ja im schlimmsten Fall noch auf den Lambangnock gehen oder auf den Aquavit. Warum denn nicht? Ich mag doch Risiko und du freust dich auch, wenn du gewinnst. 1, 2, 3, 4. So kann man es auch sagen. Jetzt muss ich auch mal eine Lanze für die Jungs vor der Kamera brechen. Ist gar nicht so einfach, ein Spiel korrekt zu spielen gleichzeitig. Ja, das auf jeden Fall. Spartacus, ne? Weiß, genau. Dass du von der spricht. Ne? Das ist richtig. Ich versuche einfach ein paar eigene Regeln einzuführen.
Ich lerne das Spiel jetzt noch kennen. Und guck, da deutlich mehr Geld, wenn die Turbohilfe richtig abgehandelt worden wäre. Was haben wir denn da vergessen? Füge Schritt 1 der Destillationsphase eine zusätzliche Karte hinzu. Das hat er gemacht. Das habe ich aber gemacht. Oder was meinst du? Das hat er ganz am Anfang gemacht. Also die habe ich da reingelegt. Aber ansonsten gerne schreiben, was du meinst. Das war noch geschrieben. Spezialreiter sind weder Bronze noch Gold. Das war das, wo ich mich geärgert habe. Ich habe die Turbohilfe und noch eine Extrahilfe reingelegt und dann ziehe ich trotzdem zweimal diesen Zu Recht geärgert. Aber es war wieder gepokert. So, ich zahle 2 und nehme 3 zurück. Oder ich zahle 1 mehr. Aber danke, Spaß. Nee, ich zahle es und hol mir ein Fass für 2. Du bist. Ich muss mir jetzt leider eine Hilfe nehmen. Das sind ja ganz unterschiedliche Flaschen, die du schon alle hast? Mhm. Ach, es gibt ja andere Punkte. Ach nee. Nö, die hat keine Region. Die ist, als wäre sie nicht da. Und das andere sind 2 Regionen, ne? Für 2 Regionen gibt es 2 Siegpunkte. Na gut, das ist. Was nicht? Nö, da gibt es gar nichts für. Das hier muss ja die gleiche Region sein, aber das ist ja die gleiche Region, weil das ist ja meine Heimatregion. Ach, stimmt, nee, das ist nicht die gleiche Region, das ist eine andere Region. Das ist eine Region. Ich bräuchte noch einen Unterschied hier für die 5 Punkte. Schritt 1 der Destillationsphase ist eine Karte pro Zucker. Also Turbohefe 2 Karten pro Zucker. Habe ich für die. Das hätte natürlich meine Chance. Nee, hätte nicht, aber. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich füge in Schritt 1 der Destillationsphase eine zusätzliche Zuckerkarte hinzu. Ja, eine zusätzliche Zuckerkarte, aber nicht pro, oder? Nee, aber vielleicht habe ich nur eine. Nee, du hast eine zusätzliche Zuckerkarte hierfür hingefügt und dann hast du halt für jeden. Das ist ja kein Zucker. Genau, das ist ja kein Zucker, genau, deswegen. Und dann, es sei denn, Tulutul meint das so, dass man jetzt halt. Dass man jeweils pro Zucker eine zusätzliche Karte hinzufügt, aber das sehe ich nicht. Füge in Schritt 1 eine zusätzliche Zuckerkarte. Nee, das steht nicht pro Zucker, das ist nur eine. Ne? Tulutul, das sehe ich ja nicht. Du stehst einfach nur, füge eine Karte hinzu. Aber ich prüfe einmal, ob das hier vielleicht steht. Wenn ja, dann hätten wir das aber, wir hätten ja schon beide eine Turbohilfe. Ich habe noch keine. Nee, nee, ich hab mir nicht gekauft, weil ich dachte mir, okay, also damit habe ich ja nie Probleme gehabt. Ich kaufe mir für 3, hole ich mir hier mal diese Piratenflasche. Die erinnert mich an den Sea Shepherd Whisky. Also, er wird wahrscheinlich recht haben mit dem, was er sagt, aber ich frage mich, wo das herkommt, weil das steht da nicht so. Gut, du wärst dann dran, aber du kannst doch erst mal. Mische, füge Gerbottich eine Alkoholkarte für jede Karte hinzu, die im Zuckerbereich des Gerbottichs liegt. Sonst müssten sie in der Anleitung ja schreiben, Vorschritt 1. Dann wäre die Karte aber schon sehr mächtig, oder? Dann wäre sie sehr mächtig, das stimmt. Sie bringt ja auch noch einen Siegpunkt. Aber da steht einfach nur, füge in Schritt 1 eine Karte hinzu, oder? Füge in Schritt 1 der Destillationsphase eine zusätzliche Karte hinzu. Ja. Also ich würde das so lesen, wie es da steht, weil da muss ich nicht vorstehen. Du fügst ja in Schritt 1, fügst du ja die Alkoholkarten hinzu und da machst du einfach für die Hefe, wo du ja normalerweise keine Zuckerkarte, keine Alkoholkarte zufügen würdest, einfach noch eine Karte hinzu. Das ist einfach quasi genau. Wie eine Hefe, die halt einen Alkohol und Zucker noch dabei ist. Und ja, die bringt genau. Dann noch, die bringt dann Geld, die bringt einen Punkt und die Punkt. Wahrscheinlichkeit, dass du, und noch ein Geld mehr, also 2 Geld mehr, ja sogar. Genau, ja. Also ich pro, dann. Ich glaub, das dann, ist ein bisschen zu mächtig. Das würde ich, also. Weil dann bringt sie ja irgendwie mehr Geld, mehr, also mehr Karten und mehr Geld noch, als sie kostet. Ja, und die Chance, dass es klappt auf jeden Fall, würde ja bei solchen Geschichten noch mächtiger sein. Also wenn du das irgendwo verifiziert hast, dann. Aber ne, du bist dran. Ich würde es nicht. Was machen wir gerade? Wir kaufen Geschichten. Genau, wir kaufen und Geschichten. Ich möchte eigentlich mir noch für
für 4. Mhm. Auch wenn ich die Geschichte habe, mehr Rezepte als der andere. Das wird auf jeden Fall klappen, ja, glaube ich. Ich habe das auch. Ach nee, ich habe das nicht. Das wäre schön, wenn du es auch hättest. Dann bist du. Ich hole mir hier ein Wasser, glaube ich. Ja. Oder was brauche ich hier dafür? Das kann ich noch nicht machen. Ich brauche, glaube ich, erstmal eine. Stimmt gar nicht. Ich brauche ein Getreide. Ich habe da schon rabattiert gekauft, oder? Oder nehme ich ein Wasser lieber? Dann kann ich die beiden Sachen nehmen und kann sowas machen. Nee, ich nehme Wasser. Ja. Nee, ich muss ja im Gärbottich Getreide reinpacken, ne? Ja. Ich kann da ja nicht Alkohol reinpacken. Es muss alles. Ja, dann hole ich mir ein Getreide. Gut, fertig. Du hast die zwei da schon gekauft, genau. Genau. Von mir aus sind wir durch. Nee, ich hatte auch mein Dings, das hatte ich hierfür angewendet, oder? Dein was? Mein Relativ. Ja, genau. Ja. Das glaube ich zumindest. Ich überlege, was habe ich denn alles gekauft? Ich habe 4, 8, 10, 11. Ich hatte 11 Geld. Ich habe mir das Zuckerrohr gekauft für 4. Was habe ich noch gekauft? Ich forsche mal schnell nach der. Ja, super. Danke dir. Na, ist ja auch egal. Hier liegt nichts, was ich groß kaufen kann. Minus ein Siegpunkt. Was macht die Flasche toll? Gibt 4 Geld. Das bringt 4 Geld. 4 Geld. Ja. Ich meine, es ist auch besser als einen Punkt dafür abgeben. Ja. Aber. Ne. Dann kann Moment, ich. Moment, sie kostet. Was kostet? Sie kostet 1, ne? Sie kostet 1. Sie kostet 1. Minus 1 Punkt und 4 Geld. Ich habe leider keinen mehr. Also effektiv 3 Geld. Mhm, genau. Ja, und sie bringt 2 Geld halt mehr. Ja, lohnt sich schon, wenn man weiß, wie man es einsetzen kann. Ja. Mhm. Na komm, ich kaufe die noch. Habe ich eine schöne, oder habe ich hier noch eine Flasche? Ne, keine schöne. Und okay. Natürlich, hast du dasselbe Symbol? Oder? Ja, nee, die hat kein Symbol. Hatte kein Symbol. Auch das bringt nichts. Gut, ich bin schon bereit hier. Ich habe schon alles. Ah, du hast schon alles gemacht. Reingepackt. Genau. Bei mir wird es ein bisschen bescheiden. Ich mache einfach die Geschichte. Ich darf während der Schritt 1 Destillationsphase 2 Karten, auch hier, ne? Beim Warm-Tab. Du darfst während Schritt 1 der Destillationsphase 2 Alkoholkarten zusätzlich hinzufügen. Mhm. Ist ja auch. Aber da steht zusätzlich. Das zusätzlich. Aber ich füge erstmal die beiden hinzu, dann tue ich die drei Geschichten hier rein. Mhm. Dazu kommen nochmal 1, 2, 3 Karten da rein. Und dann wird wohl lecker destilliert. Absolut. Ja, ich habe hier so ein ganz spannendes Getränk. Steht aus 4 Karten. Was ist denn damit herstellen? Ich glaube Moonshine, oder? Hm. Sehr gut. Hat so geklappt. Und dann packen wir den mal wieder zurück. Darfst du das? Eine Karte, ne? Ja. Dann kommt der wieder hier hin. Und dann habe ich hier einen wunderschönen Moonshine gemacht. Es ist doch zum Meufeln melken! Ja, wenn du so ein Destillations- und Spirit-Safe hättest, ne? Unverschämtheit. Aber hier kriege ich immer ein 2 Geld. Aber es muss sich doch auch lohnen, dass ich mir das angeschafft habe. Hier, guck mal, wenn du immer genau denselben Effekt hättest wie ich, dann, ne? Dann wäre das schon sehr gut. Dann wäre das doch nicht nett auch. So, ich kriege 2 Geld hier für mich und der Moonshine bringt mir auch nochmal 2 Geld. Sind 4 Geld. Ja, 4 Geld kriegst du auch noch. Ich kriege hier gar nichts. Und ich darf mir den hier 2, nehmen. 2, 4, 6, 8, 9... Oder? 1, 2, ach Moment, da kommt natürlich das. Sorry, da kommt natürlich noch ein Fass. 14 Geld kriege ich. Und auch eine, nicht ein Fass, um Gottes Willen. Ein Fass und eine Flasche dazu, das sind natürlich auch nochmal 2 Geld. Dann sind das 2, 4, 6 Geld. Haben wir denn hier den Markt abgeräumt? Nee, das haben wir schon wieder nicht gemacht. Das denkt man, weil man. Man ist immer so, jetzt lass schnell destillieren, aber erstmal Ordnung schaffen. Abräumen möchte man immer am Ende. So, und Siegpunkte kriege ich hier für Moonshine ein. Ohne Kristallflasche. So, jetzt einmal Glück.
Wie viel Pech kann man haben, dass da Wasser hängt? Feigen. Oh, Feigen. Oh, und Wacholderbeeren. Oh. Das wird eine ganz feine Note gleich. Da freue ich mich so ein bisschen drauf. Das finde ich ein bisschen klein hier, weil das lohnt sich ja vielleicht schon, sich sowas noch zu nehmen. Haben wir herausgefunden, ob wir das nehmen, in dem, die Siegpunkte nehmen, in dem Moment, wo wir es hinlegen? Also hier gibt es Punkte für Verbesserung auf jeden Fall auch am Ende. Dann deswegen würde ich sagen... Nicht. Das würde größtenteils auch keinen Sinn ergeben, aber... Was habe ich denn so überhaupt hergestellt? Ich habe das zweimal da drin. Also habe ich es doch tatsächlich geschafft, so einen Lambagnoc herzustellen. Hm. Dann nehme ich mir doch mal das entsprechende Lambagnoc. Label. Mhm. Das Geld habe ich mir schon genommen. Punkte sind 6, 10, 12. Mhm. Hier den rechne ich jetzt gleich ab. Also 11. Und den machen wir am Ende besser. Da zieht er davon. Nee, die werden auch gleich ab. Nee, da rechnen wir gleich ab. Also, da haben wir auch 10, 11 Punkte. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das war's, ne? Ja. Dann geht das hier hin. Die Geschichte geht dahin. Der geht doch einfach mal hier hin. Und dann hätte ich gerne auch lieber Wacholder, lieber Feige. Beides nett. Beides nett, aber ich habe ein bisschen mehr Feige. Feige ist schon geiler. Und ich nehme ein kostenloses Zubehör. Und ich nehme mir. Jetzt hätte ich mir das fast vorhin sparen können hier. Ah, okay. Moment, ich kann was anderes machen. Ich kann einfach mal eine Karte hier abwerfen, zum Beispiel diesen Zucker, und darf mir eine Sache vom LKW, kommt meine Spezialzutat auch auf den LKW? Jetzt habe ich schon wieder mein Spezialrezept nicht gebraucht und das mit reingehauen, wie, ja okay, das war Risiko. Du, weißt du das? Was? Kommt die Spezialzutat? Die kommt raus, die kriegst du nicht wieder. Die kommt raus, okay. Ja. Dann... hole ich mir doch einfach mal so eine Agave hier. Mhm. Ich wirf eine Karte aus meinem Vorrat ab. Schon die zweite Partie, wo mir das passiert. Und welcher war das gerade hier? Dieses hier. Genau. So, gut. Dann sind wir... Ach, Reifungsphase. Hier kommt eine Karte runter. Hier sind S2. Genau. Und wir kommen rein in die letzte Runde. Mhm. Her damit. Dass der Startspieler auch in letzter Runde wieder vorne dann ist. Dann dürfen wir uns hier nochmal so eine schöne Sache nehmen. Ne? Oh, das kommt natürlich auch noch wieder zurück. So, also das habe ich. Eine schöne Flasche könnte man jetzt noch nehmen. Ich brauche noch einmal so etwas. Und ansonsten brauche ich noch... Nee, dann wäre es ja so wie da kannst du ja Ding spielen, das 11, wenn du die ganzen Sachen drin haben willst. Das ist schon nicht uninteressant hier, sich da irgendwie das versuchen, das hinzukriegen, das alles zu schaffen. Aber ja, man macht 7-mal das Gleiche, es gibt da nicht so viel Entwicklung. Und wenn du noch dann die krasseren Rezepte spielst. Das ist schon das hinzubekommen, das ist ja die Challenge. Das ist die Challenge, das stimmt. 30 Minuten pro Spieler. Da sind wir ungefähr bei, oder? Ja, bis jetzt ist ja Erklärrunde für mich. Ja, 2 Stunden. Letzte Runde, das passt doch. So, was bringt denn diese wunderschöne Flasche hier? Die ist auf jeden Fall schon mal aus einem Gebiet, was mir nicht weiterhilft. Beim Verkauf erhalte 2 Siegpunkte. Das ist leider wieder ein anderes Gebiet. Für 4 Geld, 2 Siegpunkte. Oder das hier. Fuck, ach, das ist die Mondschein, der Mondscheinkrug. Nee, der hätte ich vorhin gebraucht. Der hilft mir nicht weiter. Dementsprechend zahle ich mal 4 und hole mir diese Flasche. Eine Wachsiegelflasche. Das heißt, Moment, ich brauche gar keine Flasche mehr. Ich habe ja schon... Obwohl, ne, den muss ich in der Flasche verkaufen. Ne, ich brauche noch eine Flasche. Oh, okay. Mhm. Du bist... Ach, Wachsiegelflasche. Das ist doch bestimmt... Oh, na toll. Und die hat auch mein Siegel. Es ist so gemein.
Kann ich mir aber nicht mehr leisten. Das stimmt. ich kaufe mal für 3 und wende jetzt hier schon meinen Rabatt an. Mhm. Nochmal Wacholderbeeren. Noch Zuckerrohr. Ich hole mir für 1 hier so eine Pflanze. Fertig. Mhm. Dann hole ich mir jetzt nochmal für 4 die lecker wachsige Flasche. Oh, du gemeiner Kerl. Na toll, es gibt eine Flasche. Eine Flasche. Mattglas. So nicht eine Standardflasche, die da reingerutscht ist, oder? Nee, leider nicht. Schade, dass es die nur gibt. Ich wollte eigentlich gerade noch tauschen, nämlich dann. Aber tauschen tut mir leider am Anfang der Destillationsphase. Ja. Der ist ein bisschen short. Aber na gut. So, ich habe hier noch 1, dafür hole ich mir nochmal so eine Pflanze. Mhm. Fertig. Du kannst jetzt einfach alles wegkaufen. Ich bin durch. Ich habe kein Geld mehr und habe meine 2 Sachen geholt. Schade, dass nur noch so Startgeschichten sind. Mhm. 1 Punkt für die unterschiedliche Region, die in der Flaschensammlung vorkommt. Da bin ich dann jetzt bei 2. 2 und meine Region 3. Na gut, das wäre nicht so schön. Nochmal 3 Punkte. Ist auch ganz nett für 3 Geld. Und hier 1 Punkt, also effektiv 2 Punkte. Was ist das da? Decke die obersten Karten vom Premium-Zutatenstapel auf. Erhalte Siegpunkte entsprechend des Geldwertes auf der. 2. 1 Punkt für jede deine Anschaffung Verbesserung. Das wären also auch 2 Punkte für 4 Geld. Und für jedes deiner Wodka Moonshine Label 1 Punkt. Das wäre also 2 Punkte für 5 Geld. Was gibt es hier? Das brauche ich alles nicht. Ich habe da noch gar nichts gekauft. Und Geld, 5 Geld geben wir in die Punkte. Na komm, dann kaufe ich mir doch für 3 diesen Glasbläser. Mhm. Wobei hier kriege ich für je 2 deiner europäischen Labels. Was sind denn europäische Labels? Das ist das und das. Grappa und Aquavit. Okay, das kommt alles das gleiche raus. Und jetzt könnte ich maximal was für 2 kaufen. Also dann kaufe ich einmal noch so Früchte. Mhm. Für 2. Und dann bin ich hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, das sollte auf jeden Fall klappen. Oh, du willst immer noch das holen. Ja, ja. Ach, Mist. Ah, stimmt. Das kannst du ja immer noch holen. Und dann bin ich durch. Ach, ärgerlich, ja, da bin ich nicht. Dann können wir jetzt den Markt abräumen. Wir machen das auch pro forma. Ja. Und dann darf man noch tauschen. Dann wie tauscht man denn, um das auch nochmal zu machen? Du nimmst eine Zutat oder ein. Schritt 2 Destillationsphase, habe ich mir jetzt mal auch einmal gemacht. Du darfst eine Zutat oder Zubehörkarte gegen eine Basiszutat tauschen. Ach, keine Verbesserung? Nein. Ach, na toll, ich dachte, ich kann meine Malztendenz hier abschmeißen. Eine Zutat oder eine. Das heißt, ich könnte jetzt hier mein Zuckerrohr weggeben, kostet 4 und mir dafür eine Basis. Kann man da auch eine beliebige Karte vom Basismarkt nehmen? Falls dann noch so ein Fass fehlen sollte oder so. Kein Zubehör. Es muss eine Basiszutat sein. Ich kann aber auch jetzt hier das Getränk mit einer anderen Flasche befüllen, ne? Oder ja, muss ja, es immer die sein? Gibt es halt nur dann nicht die extra Punkte, die es dafür wahrscheinlich gibt. Aber würdest du uns extra Punkte geben für irgendwas? Laut der Flasche meistens schon. Ach, laut der Flasche, genau. Natürlich, du hast recht. Okay, na gut. Das bringt mir alles nichts mit dem Tauschen. Ich dachte, ich kann eine Verbesserung noch abwerfen, aber dann ist der ganz schlimm. Ich nehme dann dafür noch so einen Fruchtzucker hier rein. Damit es auf jeden Fall was wird. Und dann destillieren wir, ne? Also leg die Karten in. Ich hoffe, ich habe jetzt noch alles. Habe ich mir alles geholt. Das heißt, kann man nur einmal tauschen eigentlich oder kann man mehrfach tauschen? Oh, ich hätte mir das gar nicht holen dürfen. Warum nicht? Weil ich brauche noch eine Hefe. Ah. Kann man, noch ein Geld. Kann man nur einmal tauschen, ja, du? Oder exakt, einmal tauschen. Einmal tauschen. Okay. Ich
8. Hm. 2, 4, 6, 8. Na komm, ich mache mit dem Tauschen. Ich gebe jetzt eine Sache ab, ne? Mhm. Die hier, die kostet 2 und dafür dürfte ich mir nochmal eine Pflanze. Und dafür kannst du ja eine Pflanze holen nochmal. Genau. Okay, weil dann habe ich nämlich tatsächlich auch 5 Pflanzen, wenn ich sie alle drin habe. Mhm. Ich habe ja letzte Runde schon 2 gekauft. Komm, na, ein bisschen Risiko, ne? Also die schmeiße ich weg, weil das, sind ja sichere 2 Punkte. Mhm. So, dann kommt hier hin Wasser, Hefe, Hefe, das alles nicht, das auch nicht. Karten, das ist ja auch geil, ja. So, dann kommen dann jetzt 5 Alkohol drauf, ne? 5 noch, süß. Wie hast du? 8. 8. 3, 4, 5. Okay. So, natürlich. Oh, Geld raus. So ein Ärger. Aber das Geld, naja, ist ja nicht wirklich raus. Das kriege ich ja wieder. Dann habe ich auf jeden Fall nochmal Pisco hergestellt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16 Geld. Wahnsinn. Das sind ja auch nochmal Punkte, meine ich. Genau. So, ich hebe nochmal ab hier. Mhm. Denn ich habe nur 5 drin. Der Vorlauf. Und kein Problem. Dann wieder rein. Den packen wir wieder rein. Aber schon wieder ein Alkohol, schon wieder ein Geld. Oh. So, 4, 14. So, da kommt dann so eine 16, Aromakarte am Ende der Liste, 19, dass wir uns fahren kommen. Aber das ist ja egal, leider. 22 Punkte kriege ich dafür. Und dann wandert die Flasche noch dahin, das Metallfass wieder zurück, die Hefe. Das Gute ist, das Spiel räumt sich auch immer gleich von alleine ein bisschen auf. So, also wir haben jetzt nicht mehr die Destillationsphase, hatte ich noch. Ach doch, stimmt. Da. Ja, das kommt noch rein, aber das hilft mir nichts mehr, genau. Also ich muss das ja eine einlagern jetzt, das kann ich noch nicht verkaufen. Mhm. Moment, welches ist das? Man kommt durcheinander. Nein, das hier ist das Neue und das hier ist das Alte. Ne? Ja, das ist das Alte. Okay, da kommt jetzt Tequila drauf. So, jetzt bin ich aber in der Verkaufsphase. Zweimal Tequila hergestellt? Nee, einmal nur. Einmal nur? Nur einmal. Oh, wie ärgerlich. Ja. Ja, weil ich halt irgendwie gedacht hatte, gehofft hatte, dass er der Goldene ist, dass der mir reicht. Ach so. Ne? Er sah so ein bisschen auch so aus. Aber okay. Er ist nicht Gold. Den hier verkaufe ich. Da kommt kein neuer drauf, weil wenn ich ihn jetzt nicht verkaufe, kannst am Ende der Runde, dann kriegst du halt die extra Punkte für. Du kriegst einen Punkt pro Aromakarte. Ja, das mache ich dann natürlich nicht. Ne? Also dementsprechend verkaufe ich den jetzt. Das wird jetzt am Ende gemacht. Dann decken wir doch mal auf. Was haben wir hier? Wir haben nur eine ganz normale. Oder gehen wir mal die andere Flasche hier. Wir nehmen. Das ist egal, weil ich beides bin. Okay, gut. Habe es. Feierabend. So, oh, ja. Das finde ich ganz schlimm. Eine Flasche. Es gibt Kanäle, da ist jedes zweite Video heißt Must-Have-Spiele. Ich habe mir geschworen, also ich hoffe, ich werde es einhalten. Irgendwann werde ich wahrscheinlich weich, aber ich möchte diesen Ausdruck nie verwenden. Niemals. Weil das ist so auch Must-Have-Spiele. Alle klicken drauf, ich denke mir, und dann guckst du dir die Videos an und denkst dir, das sind keine Must-Have-Spiele, was erzählt ihr da für Unsinn? Aber ja, für euch vielleicht. Das ist ja meine persönliche Geschichte, aber das klingt halt so, die muss jeder haben. Die muss jeder haben, ne? Deswegen habe ich auch unseren Titel nochmal angehört auf unsere besten 20 Spiele. Tasting Notes nach Vanille. Oh, lecker. Tabak. Mm, auch schön. Und Gummireifen. Interessante Kombination. Die Jelly Beans. Das sind 4 Geld. Also das sind erstmal hier 3 von den Dingern. Das heißt, ich kriege 6 Siegpunkte dafür, bitte. 6 Punkte. Dann sind das. Das gibt auch nochmal Geld. Das gibt auch nochmal Geld. Und das leider nicht. So.
Dann ist es vom Geld her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Was für Kabel? Naja. 9. Und Siegpunkte bringen diese ganzen hübschen Sachen hier leider alle nichts. 4? 4 von meinem eigenen, genau. Plus nochmal. Noch ein Geld? Okay. Und das hier? Ach, so ein Premium. 19, genau. Sind 19? Genau. Okay, Agave ist auch Fruchtding, ne? Agave ist auch Frucht. Nee, ist kein Frucht. Nee, ist ja. 19? Sind 23. Unverschämtheit. 44, 47. Wie, du bist schon so weit voraus? Ach, der Wahnsinn, okay. Ich hatte gerade ein paar Extras in meinem Zeug drin. Das Gefühl hatte ich auch. Ich dachte schon, das wäre gut. Okay, so, dann lege ich den hier wohin? Ich hatte, glaube ich, diese 25 Punkte oder so. Achso, genau, die Fisco kann ich auch noch machen. Dann kriege ich davon nochmal 2 Punkte und du musst wahrscheinlich auch 2 Punkte. Genau, so, und jetzt sind wir am Ende der Runde und da verkaufe ich dann den hier nochmal, ne? Ja. Okay. Na, den hier auch noch, den habe ich mir auch schon eingerechnet, 18. Oder? Habe ich? Das ja, bin nicht ich, das bin ich. Genau, aber ich kriege den nicht. Warum nicht? Ich habe keine 5 Zucker. Hattest du nicht? Doch, ich hatte 5 Zucker. Du hast 5 Zucker. Ja, natürlich. Das hat ja genau gepasst mit den 5 Zucker. Genau. Also, Moment. Oder hat das nicht gepasst? Doch, Moment. Nee, na. Nein, kriege ich nicht, weil ich den noch nicht verkaufen kann. Ich verkaufe den jetzt erst am Ende der Runde. Ach so. Und da ist er schon weg, ne? Dann gibt es die Sachen nicht mehr. Genau. Ja. Weil ich den ja einlagern musste hier. Ja, ich glaube, dann gibt es die ganzen Extras nicht, sondern nur... Ja, ist ja am Ende der Runde. Das ergibt schon Sinn, leider. Das könnte mich retten, weil da kommen ja gleich noch ordentlich Punkte. Naja, aber die 5 Punkte sind schon sehr schade. Okay, also das ist jetzt der Tequila, den ich mache. Der schmeckt nach Karamell, so wie man es kennt. Genau, aber jetzt sind wir ja durch. Wir haben Ende der Phase gemacht. Wir haben Aussagen erfüllt, Fasszähler, Starmacher, bla. Das heißt, du machst jetzt Spirituosen in den Fasskellern. Du addierst alle Punkte auf Zutaten, Karten, Fässern, Rezepten plus 1 pro Aromakarte. Und du stellst gerade was her? Tequila? Tequila, genau. Tequila. 14 Punkte. Das ist sowas von meinem Wert vorne. Also 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, die ich nochmal bekomme. Guck mal, da sind wir auch eng beisammen. Okay, dann. Na gut, dann hätte ich mir den Kram mit der Flasche natürlich sparen können. Habe ich nicht gemacht, egal. Ne? Du erinnerst dich, ich habe die Flasche verkauft, um mir das Ding noch zu nehmen. Mhm. Aber okay, das wären 2 Punkte. Wenn ich um 2 Punkte verliere, dann. So, das sind diese Punkte hier gewesen. Mhm. Und dann gibt es Siegpunkte. Und zwar, genau, es gibt 14 hier für den Tequila. Eine Aromakarte habe ich drin. 15. Mhm. Und dann habe ich hier diese Flasche. Das sind nochmal 3, sind 18. Und das hier hinten? Und das hier hinten, die Agave, sind nochmal 3, 21. Dann bist du bei 40. Okay. Dann Flaschensammlung. Ich habe 3 unterschiedliche Regionen. Oh, nicht schlecht, ja. Das heißt, das sind 4 Punkte. 4? Mhm. 5. Oder? Da habe ich mindestens eine Flasche aus 3 verschiedenen Regionen, sind 5. Ah ja, genau. Ja, stimmt. 5 Punkte. Dann bin ich 1 Punkt hinter dir. Ja. Ich habe leider nur 2-mal die gleiche. Ne? Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Und jetzt dann das Spannende. Was kriegst du für Punkte? Für deine Ziele? Natürlich, die kommen ja auch noch alle. Ach Moment, ich krieg nochmal 2 Punkte hierfür. Also erst kommt die Verbesserung. Sorry, ich krieg nochmal 2 Punkte hierfür. Das werde ich auch nochmal einsetzen dürfen wahrscheinlich, oder? Ja. Weiß ich gar nicht. Darf man das? Ich prüfe. Also prüfe es mal. Also wahrscheinlich schon, aber... wenn ich es verkaufe, hättest du keine Punkte und keinen Aroma-Bonus. Wir gucken einmal. Da du Spirituosen nicht verkaufst, hättest du keine Siegpunkte für den Aroma- und Label-Bonus, kannst keine Flaschen hinzufügen und hättest auch keine Münzen. Hä? Ich verkaufe. Ich kriege auch keine Münzen hierfür? Ah, also die Münzen kriegst du nicht. Du kriegst nur die Punkte, die draufstehen. Du kriegst kein Geld. Okay. Und kannst keine Flasche hinzufügen. Weißt du, du hast eine Flasche hinzufügen. Ja, klar, natürlich. Okay, genau. Das heißt, man macht gar nicht, man lagert. Okay, das heißt, man lagert nicht in der letzten Runde ein. Genau, okay. Man kriegt das nur noch. Ach, okay, dann das ist sehr gut. Dann
dann ist egal. Also in der letzten Runde einlagern bringt nichts, weil man den ganz normal nicht verkaufen kann dann, sondern... Genau, das machst du nur für die Punkte, für die Standardpunkte. Ah, okay. Nicht für den ganzen Extra-Kram. Was ist denn dein Auftrag? Habe die meisten, also ja, wir müssen das jetzt quasi erstmal abziehen eigentlich, aber ne, habe die meisten oder gleich viele Labels, die ein Holzfass benötigen? Labels hast du, ich habe kein Label, das ein Holzfass benötigt. Genau, das wären 5 Punkte. Dafür kriegst du 5 Punkte. Habe die meisten oder gleich viele Labels? Ja, das wären 7. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das jetzt kriege. Also ich muss es ja hier schon drauflegen. Gucken wir mal. Wenn du es nicht kriegst, sind 7 Punkte weniger, weil dann wärst du hier. Und ich würde auch 12 Punkte bekommen. Mhm. Ich wäre dann also weiter und ein Punkt hinter dir. Habe die meisten oder gleich viele Asien-, Ozeanien-Labels. Mhm, okay. Und habe die meisten, also Labels. Wie fasst du da? Labels? Also ich habe 1, 2, 3... Ich habe 3, 4. Hast du nicht? Hab ich Asien oder das habe ich gar nicht. Und habe die meisten gleich 4 Rezeptmarker. Ah, okay. Das habe ich erfüllt. Genau, ja. Genau. Genau, aber ich, also ist ja eh nur die Lernpartie, aber ich glaube, den ganzen Kram hätte es nicht. Genau, also ich würde jetzt, eigentlich würde ich ja dieses Ding hier noch vorrücken, dann wäre ich hier, wenn ich das bekommen hätte. Also das wäre meine gedachte Geschichte. Mhm. Wenn ich das alles, wenn ich dann quasi nicht verkaufen darf, dann kriege ich diese 2 Punkte nicht. Dann kriege ich auch diese 7 Punkte, also weil ich nicht so viele Dingens habe. Ja, da würde ich nochmal 5 Punkte für bekommen. Ich würde nochmal 4 Punkte bekommen. Dann wäre es ja fast ein Unentschieden. Ja, da waren, genau, mit den 2 Punkten würde ich jetzt hier. Genau, also mit dem, ne, hätte ich das alles, ohne das, die 2 Punkte, 7 Punkte weniger, wäre ich bei 99. Hier, dann hätte ich auch die Punkte hätte ich, weil die würde ich einfach auf die andere Flasche packen. Das hätte ich trotzdem, ne, die ich vorhin verkauft habe. Das war mit einer Standardflasche. Das war mit einer Standardflasche hier. Genau. So. Aber ich würde das Geld nicht kriegen, was ich mir genommen habe. Ist egal, es ist eine Lernpartie, wenn man das auch nicht auf dem Schirm erzählt, ist jetzt eh nicht. Man kriegt die Punkte zwar offiziell nicht, aber wer die gewinnt, dafür ist ja egal. Es geht ja primär darum, Spiel kennenzulernen. Ich würde sagen, das wären 10 weniger. So wäre es dann ungefähr. Ne? Aber wie gesagt, das war jetzt eine Geschichte, weil man sich auf dem Schirm hat und andere Voraussetzungen hat. Das hat jetzt ist genau, so ja, erste Spiel bei so einem Spiel ist immer. Das ist nicht so schlimm, genau. Ja. Man muss halt einfach wissen, dass man in der letzten Runde nicht mehr einlagern darf. Oder darf man schon, nicht wenn, sollte. Wenn man sonst irgendwie drauf gespielt hat, dafür, ich meine, kannst du noch locker. Also genau, du kannst sicherlich auch drauf spielen. Genau, aber ich meine, ne, 14 Punkte, 15, 16, 17 mit den ganzen Karten, die du vielleicht noch da reintun kannst und so, da geht ja schon ein bisschen was. Das stimmt. Und gerade wenn du es vielleicht auch noch raus für habe irgendwie mehr Labels oder so, ist kein, oder hab dann irgendwie Premium-Rezept gebaut oder es gibt ja auch für die Zika nicht. Aber das musst du nur mal sagen, wann kriege ich dieses Label hier? Normalerweise auch in der Verkaufsphase. Also steht halt nicht. Also du bekommst es, wenn du es verkaufst. Und da du es nicht verkaufst, bekommst du auch das Label technisch gesehen nicht. Ja, okay. Aber dann lege ich es mir auch nicht hier. Dann darf ich es nicht drauflegen. Doch, du legst es dahin. Eigentlich. Du darfst es aber nur hier legen, wenn du es verkaufst. Beim Verkaufen, das ist ja Schritt hier, nehmt euch ein Label, ist ja 2 der letzte Punkt. Ja. In Verkaufsphase erhaltet Siegpunkte, Geld und den Labelbonus. Ihr hättet nur vielleicht in die Einzelnen schreiben können, dass man den Labelbonus auch nicht bekommt. Genau. Der Whisky bleibt im Fasskeller liegen, was bedeutet, dass du keinen Label-Bonus erhältst. Du darfst das Label aber eventuell noch für Zielkarten verwenden. Okay, dafür zählt es dann doch. Super. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist doch eine schöne Karte. Damit kann ich leben, weil dann kriege ich nur diese 2 Punkte hier nämlich. Die aber ja entscheidend waren. Die entscheidend waren, das stimmt. Ja, aber das ist ein. Genau, ich habe die 2 Punkte nicht und die 2 Punkte für das Geld hier nicht. Mhm. Die wären es gewesen. Die wären es gewesen, genau. Ah, so knapp! Ich wusste ja, ich kenne so einen neuen Decker, der von deinen Berliner zu treffen. Aber wir haben ja vollkommen unterschiedlich natürlich gespielt. Gut, das hing auch damit zusammen, dass ich den Bonus bekam für Fässer. Mhm. Ne, deshalb war mir ziemlich klar, dass ich halt irgendwas mit Fässern machen werde. Und dann hatte ich halt diese Karte Holzkopf, habe die meisten oder gleich viele Labels, die ein Holzfass benötigen. Mhm. Also daher wusste ich, ich gehe auf Fässer, ich gehe auf Holzfässer. Dann guckt man mal ganz kurz hier drauf, sieht den eigenen Geschichte und denkt sich, okay, wenn ich jetzt noch irgendwas habe, womit ich Pflanzen günstiger bekommen würde, wäre das super. Habe ich aber irgendwie nicht gesehen.
Und ja, somit bin ich dann auf Pflanzen- auf Holzpässe gegangen. Problem dabei, wenn man da zu sehr drauf eingeht, dann lagert man halt nur ein. Mhm. Und das Einlagern bringt halt ja eigentlich nur was, wenn man hier das ein bisschen hochspielt. Das hat man mal einen gesehen, wo ich irgendwie 5 Geld bekommen habe und ja, schon die 10 Siegpunkte, aber halt erst eine Runde später. Und dadurch, dass ich nicht gemacht habe, ja, das wird ziemlich hart. Dass man nur einlagert. Das aber nur kann auch geil sein. Na, dann. Na, du bist jetzt Risiko gegangen und hast zweimal kein Glück gehabt. Oder ja, zweimal Pech gehabt, ne? Sonst, ich meine, gut, das hätte ich einfach. Habe ich ja eh schon so als Einziger bekommen. Den habe ich eh nicht als bekommen. Einziger bekommen, ja, von daher, das war, hätte ich ja so oder so bekommen. Egal, ja. Aber ich hätte natürlich auch für das höhere Verkaufen hätte ich 4 Punkte nochmal mehr bekommen, mhm, wenn ich das da rausgezogen hätte. Und dass ich mein Spezial, also hätte ich das natürlich, wenn es nochmal irgendwie, ich kriege da nur 10 Punkte für, wie unverschämt. Was macht der denn? Was braucht das denn? Ein Spezialrezept. Ja, ja, genau, das sind auch 3. 2 Geld, müssen 3 Pflanzen drin sein. Aber da war ich ja aufgestellt, ich hatte was für 3, ich hatte was für 2 und ich hatte was für 1. Mhm. Das heißt, ich hätte mindestens 3 Punkte bekommen, 6 im Normalfall, 10 im richtig guten Fall. Du hast jetzt sehr viel Geld für Rezepte ausgegeben. War das sinnvoll, würdest du sagen? Also klar, weil dein Auftrag das erfüllt, aber bei mir sagen wir ja, da kam jetzt nicht mehr so viel dazu. Naja, für gucken, was das Spiel so bringt. Mhm, okay. So bist du natürlich flexibel auf alles eingestellt. Weil du bist natürlich auch sonst hier teilweise sehr von der Kartenauslage abhängig. Das stimmt. Wenn du da natürlich sagst, okay, ich gehe jetzt hier voll auf die Früchte-Strategie, mhm, und da kommen keine Früchte und du hast auch sonst keine, ich meine, du kannst immer auch kaufen, die Rezepte, aber dann noch wieder irgendwie die Zutaten bekommen und das alles, das ist schon, man ist da relativ flexibel, glaube ich, aber einfach immer, und du kriegst natürlich unterschiedliche Labels, dafür gibt es ja auch irgendwie vielleicht manchmal Punkte oder nicht. Mhm. Gab es nicht auch hier bei. Nee, das kann auch manchmal sein, dass es da öffentliche Ziele gibt, die das sagen, weil da gibt es ja auch noch richtig viele von. Da haben sie ja hier schön groß aufgetischt und gesagt, hier, da wir machen da mal einen Stab rein. Auch die Zielkarten. Auch die persönlichen Ziele sind wahrscheinlich viele. Die sind ja auch, die liegen ja hier irgendwo. Wird ja jede Art geben dann mit. Irgendwo hier liegen. Vielleicht unter aller Dinge. Ja. Hier, ne, also habe irgendwie immer. Also es ist halt auch immer interaktiv. Das ist immer, bezieht sich immer auf den anderen. Mhm. Was ist denn, die reden immer von so komischen Preisen. Was ist denn der offizielle Preis hier? 55 vielleicht? Das wäre gerade noch angemessen. Und der, also ich habe mir die Erweiterung mal im Laden angeguckt, die bringt nur noch eine neue Region dazu, ein bisschen Kram von allem. Mhm. Das ist jetzt auch keine Must-Have-Erweiterung. Aber ich habe es gefühlt, das Thema. Ja, das Thema fühlt man. Denn ich habe mir immer wieder Fässer besorgen müssen, womit ich halt einfach da meine Sachen dann, ne, in den Fasskeller reinpacke. Ich habe es genauso gefühlt wie bei Viticulture und bei 80 Videos. Euro. 80 kostet es. 77, 99 ist ja, der beste Preis. Das ist ein bisschen teuer. Das ist too much. Das sehe ich nicht auch. Also da sehe ich auch die Materialien nicht. Nee. Also vor allem, die Karten haben eigentlich irgendwie alle das gleiche Artwork. Das ist jetzt ja auch nichts, was dich. Das ist hier auf dem Niveau von. Hier, was? Fantastic Factories fällt mir da ein. So ein bisschen so funktioniert. Ja, Fantastic Factories ist doch noch ein bisschen kreativer. Also, dass hier natürlich so traceable sind, ist ganz nice. Ja, ne, okay. Und auch für klar, die muss auch wieder designen und so, das so, Ding, ne? Hast, ich würde natürlich aber auch die Schachtel ein bisschen größer. Das hätte auch eine halb so große Schachtel gepasst, meiner Meinung nach. Es ist halt für das, was es ist, definitiv zu teuer. Das ist natürlich, ich meine, ein Zerler-Spiel. Also eigentlich müsste Vinios so viel kosten wie das hier. Dann wäre es meiner Meinung nach wieder angemessen. Das stimmt. Das wäre. Aber der Preis her, von den Spielen kommt ja auch immer nicht aus nirgendwo. Der, ne, ist jetzt nicht ja, so, dass sie damit so bereich werden. Aber ein paar Sachen packt man sich schon so ein bisschen wieder zusammenkommen. Hat das, in der Schmiede hat das doch aber nicht so viel gekostet. Ich glaube schon. Echt? Okay. Also mir gefällt, dass ich das Thema fühle. Ich habe das Gefühl, ich muss wirklich wie bei Vinos und Viticulture, muss ich hier mich um eine Infrastruktur des Produzierens kümmern. Mhm. Ne? So, ach Mensch, ich habe ja keine Fässer. Wie soll ich denn, das kriege ich da nicht rein? Und ich kriege ja nicht die Flaschen abgefüllt. Ach, die Flasche brauche ich erst nachher, weil ich lagere es ja noch in den Fässern. Also das, ne, dieser Mechanismus ist da schon drin. Ich erlebe anhand der Karten, was man so für Zutaten braucht. Es hat einen kleinen edukativen Charakter oder beziehungsweise so einen gewissen atmosphärischen Charme. Das gefällt mir. Ja, also wenn der Preis nicht wäre, wäre das, finde ich, eine Empfehlung. Wenn man weiß, dass man hier nicht so ein Lacerda-Ding bekommt, nicht so ein Experten-Ding auf höchster Verzahnung, aber schon, ich mache nicht nur Dinge, sondern ich muss schon gucken, welche Zutat hole ich mir, wie bringt mir das die Kinder, ja, also bis von da am Grübel. Das ist jetzt nicht so seichtes Kenner-Level. Aber der Preis, aber gut, das ist auch wieder, Spiele sind ja eher ein Luxusprodukt. Ja. Es gibt auch beim Brettspieler mehr als noch, die sagen,
Gott, das ist genau mein Thema, mein Ding, da gebe ich auch 80 Euro für aus. Wenn ich mir eine Flasche Whisky für 150 Euro kaufe, dann kann richtig, ich mir das, das dazu holen. Die Flasche Whisky ist nach weg, das Spiel kann ich immer wieder mit 150 Euro Flasche genau. Whisky spielen. Andere sagen so, nee. Ich fand es sehr schade, dass es nicht nur Whisky als Thema hat, weil ich natürlich, ne, als Whisky-Liebhaber mag ich das Thema und hätte so, ah, ein anderes Thema brauche ich nicht. Und dann habe ich mir ein bisschen was angeguckt, durchgelesen und dachte mir, nee, ist gut, dass es das nicht hat. Weil nur mit Whisky wäre es zu eindimensional. Ja. Ne? Es kriegt hierdurch kriegt es eine Internationalität, einen ganz anderen Flair nochmal, was nochmal irgendwie spannend ist. Auch dadurch, dass die Chefs auch dann aus anderen Ländern rauskommen, dass du diese verschiedenen, diesen Länderbonus hast und sowas. Das bringt auch irgendwie so ein bisschen also Set Collection können wir einfach bald nicht mehr sehen, aber ist okay, ist ja ganz sanft mit reingebaut. Ja, aber es fühlt sich ja nicht wirklich nach Set. Also nein, wenn du das mit Enzyklopädie vergleichst, ist das hier schon, finde ich, das interessantere Spiel. Aber ja. Enzyklopädie kostet natürlich das, was das hier kosten müsste. Tja, das stimmt. Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, was Enzyklopädie kostet. Das ist Corinna ohne Erweiterung. Das ist einfach nur das Grundspiel. Ja, aber jetzt habt ihr mal eine Partie Distilled gesehen, inklusive Erklärung. Ich hoffe, wir haben nicht so viele Regelfehler gemacht. Wir wollten im Gegenteil vielleicht sogar noch einen Regelfehler aufklären. Es kann immer sein, dass wir hier mal irgendwie Geschichten vergessen haben. Also man muss schon das immer... Die ersten zwei, drei Partien. Ich habe die noch vergessen. Ich kriege da noch einen Punkt für. Ach klar, natürlich. Ich kriege hier nochmal 1, 2, 3 Punkte und für europäische Labels. Oh, ich kriege auch nochmal 1, 2, 3. Ja. Das scheint auch sehr gut zu sein. Ich kriege auch nochmal einen. Es hat sich nichts verändert. Alles wie immer. Genau, und eingeräumt, das Spiel hat auch ein sehr schönes Inlay, weil man hier einfach die Karten einfach nach Stapeln sortieren kann und dann kann man die da reinpacken, da gibt es genug Abteilungen für. Ja, das ist schon ganz nice und das lasse ich mir auch gerne irgendwie einen Fünfer mehr kosten, aber es ist letztendlich ein Plastik-Inlay, klar, das muss einer noch designen, der will auch bezahlt werden oder die. Und diese Gussform ist halt auch super teuer, aber da kann man, okay, hierfür kann man jetzt keinen Steuerkram machen. Das ist schon die Geschichte, aber Parks kostet auch keine 75 Euro und das hat das auch alles. Na gut, Parks ist auch schon vor der Brettspielinflation gab es das schon. Das wäre heutzutage vielleicht auch extrem teurer. Wahrscheinlich. Ne? Und das ist eigentlich auch nicht wert vom... Ja, bei den Karten. Wenn du überlegst, wie viele unterschiedlich designte Karten es da gibt, wenn du jedem Künstler... Das Artwork ist schon gut, wenn aber... Wenn jedem Künstler was gezahlt hat, das ist ja das Problem. Das gute Artwork erstreckt nicht über das ganze Spiel. Nee, das stimmt. Oh Gott, ja, bei den Auslösungsgegenständen haben sie auf jeden Fall gespart und jemanden reingesetzt und gesagt, hier komm, hast einen Fünfer, mach mal 5 Stunden mit Paint und dann wollen wir auch das ganze Ding fertig haben. Aber soll man nicht erschätzen, das Intro von Day of Tentacle hat auch der Praktikant gemacht. Und es ist cool. Ich habe mir den das Cut mal die ersten 10 Minuten angeguckt und so weiter, den haben wir da rangesetzt, haben wir machen lassen. Mhm. War ganz gut. Ach, schön. Ich mag diese Geschichte mit dem Aroma. Das ist so eine Geschichte, das gibt dem Ganzen auch irgendwie einen Charme. Alter, hier schmeckt es nach Heftpflaster. Weil sie haben auch, also nicht nur draufgeschrieben, sondern sie haben einfach auch die Bewertung unten gemacht und sie haben hier noch den Kommentar dazu und kann man sich auch schon mal durchlesen. Ja, das finde ich nice. Oh, ich habe gestern das erste Mal Ready Player One geguckt. Wusste ich überhaupt nicht, was ich erwartet. Okay. War ein sehr cooler Film. Ja. Die Welt in der Postapokalypse quasi, aber so ein bisschen. Und dann sind aber irgendwie alle noch irgendwie da, geht's irgendwie ganz gut, aber alle hängen halt in irgendwelchen Videospielen rum. Okay. Und dann musst du halt in diesem Videospiel, der Macher ist halt der reichste Mensch der Welt, weil irgendwie alle halt in diesem Videospiel abhängen. Und er stirbt halt und hat gesagt, hier, ich habe ein Easter Egg eingebaut. Wer das Easter Egg findet, der erbt alles. Und dann gibt es halt so richtige Konzerne, die sich gründen, dass sie das wollen. Und dann natürlich die Profis, also die Kids da, kriegen das dann raus. Und okay. Dann gibt es einen coolen Zweikampf und es sind halt super viele, also... Ich glaube, du musst es immer so eine Sekunde gucken und einfriesen, damit du jede popkulturelle Anspielung mitbekommst. Die der Film mitmacht, das Einzige, was fehlt, ist natürlich, dass Steven Spielberg sich nicht selbst referenziert hat. Und im Buch sind das halt, weil so im Cyberspace bist du natürlich, ne, der grünhaarige Nachtelfen-Avatar und in Wirklichkeit bist du halt ein kleines, dickes, pickeliges Kind. Hm. In der Romanvorlage ist es so, das hat sich Steven Spielberg noch nicht getraut, der hat da einfach normale, gut aussehende Kinder natürlich, genommen, wo natürlich. Man sich denkt, oder Jugendliche, wo man sich denkt, naja, hätte es auch mal einen Schritt weitergehen können. Naja, man will ja auf einer Seite keinen vorführen, auf der anderen Seite mit einer guten Maske kannst du auch wen nehmen, der hässlich, der hübsch ist und dann in dem durch die Maske hässlich gemacht wird. Aber man hat dann lieber die Model-Leute vielleicht dann da. Aber alles, was du gesagt hast, kann ich abhaken, danke mir für. Oh, guck, so, stimmen wir den ersten aus, den Spieler nicht. Ich weiß nicht, welche erste Aussage du gemacht hast. Aber bestimmt. Gut,
Schön. So, dann packen wir das jetzt ja schnell ein, weil wir wollen ja noch zumindest ein zweites Spiel spielen. Genau. Wir haben noch ein paar schöne Sachen. Deswegen machen wir hier erstmal Schluss für diesen Stream. Wir hoffen, dass ihr jetzt einen Eindruck gewonnen habt. Ich sage, es ist ein schönes Spiel. Kann man viel drüber nachgrübeln. Das ist halt so oberes Kennerlevel, würde ich sagen. Knapp unter Experte. Mittleres Kennerlevel. Man so gerade Einstieg. Man hat schon ein bisschen was zu planen. Ein bisschen teuer, wenn das so ist. Vielleicht gibt es das bald auf dem zweiten Markt ein bisschen günstiger. Müsst ihr mal gucken. Und dann sagen wir bis gleich. Macht es gut. Und tschüss.